wir haben uns zu der Studie entschieden oder haben Überlegungen dazu angestellt und sind dann mit dem Global Policy Forum dazu gekommen, die Studie zu erstellen, weil wir uns eigentlich fragen, ob nicht dieses ganze Konzept der Schutzverantwortung und Atopie sich eben immer viel zu stark auf den militärischen, auf die militärische Intervention fokussiert hat und die ganze Frage, was eigentlich noch am Konzept Schutzverantwortung, Atopie dran ist, völlig in den Hintergrund gerückt ist und vielleicht in den Diskussionen wieder viel mehr Platz finden würde. Ich glaube, die Studie zeigt das sehr gut, was da möglich ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde jetzt Wolfgang Umland einfach das Wort geben. Ja, wunderschönen guten Abend auch von mir und vielen herzlichen Dank für die Einladung hier nach Berlin. Ich muss mich, glaube ich, nicht noch mal weiter vorstellen, oder was das Global Policy Forum ist. Das muss man auch nicht unbedingt kennen, das ist ein ganz kleiner Laden, der sich aber in den USA schon 1994 gegründet hat und sich dort schon sehr, sehr, also in den letzten 20 Jahren mit Sicherheitspolitik vor allem im Rahmen der UN beschäftigt hat und dort auch dann vor allem im Rahmen mit allem, was der Sicherheitsrat da so tut. Das Thema Responsibility to Protect ist deswegen auch ein Thema, was das Global Policy Forum eben schon umtreibt, seit der Begriff in die Runde geworfen wurde. Und wir uns dieses Konzept dann auch noch ganz konkret berührt hat, dazu verliere ich vielleicht nachher nochmal ein kurzes Wort. Aber nochmal, um vielleicht so auch so eine Diskussionsbasis zu schaffen und dafür zu sorgen, dass wir so ein bisschen vielleicht vom selben sprechen. Johanna hat es ja schon gesagt, also die Responsibility to Protect ist eine Norm oder ein politisches Konzept oder vielleicht auch eine Doktrin, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu, die entstanden ist in Reaktion auf das, was in den 90er Jahren passiert ist. Also nach dem Ende des großen Ost-West-Konflikts hat es ein paar doch sehr gewaltsame Konflikte oder auch humanitäre Katastrophen gegeben, auf die die internationale Gemeinschaft sehr unterschiedlich reagiert hat. Also wenn man beginnen möchte mit dem Konflikt in Somalia, wo die internationale Gemeinschaft dort dann in Form der großen US-Intervention eingegriffen hat, auch mit einem Sicherheitsratsmandat, aber wo diese Intervention fürchterlich gescheitert ist, dann gab es den Völkermord in Ruanda, wo zumindest so in der allgemeinen Diskussion gesagt wird, dass die Völkergemeinschaft überhaupt nicht reagiert habe. Und dann natürlich zum Ende des Jahrzehnts hin gab es dann auch noch den Jugoslawienkrieg, wo wir die Situation hatten, dass jetzt nicht die internationale Gemeinschaft per se, aber doch die NATO, also eine große Gruppe von Ländern, in den Konflikt mit militärischer Gewalt eingegriffen hat, ohne eben ein Sicherheitsratsmandat zu haben und deswegen das Völkerrecht, und da besteht, glaube ich, überhaupt kein Dissens mehr darüber, völkerrechtswidrig dort in den Konflikt eingegriffen hat. Jetzt hat sich im Rahmen der UNO und im weiteren Bereich der UN, das heißt also auch Leute, die zur UN arbeiten, also NGOs, die dort vor Ort sind, Politiker, die dort arbeiten und auch Mitarbeiter der UN, waren mit der Situation sehr unzufrieden. Das heißt, die wollten eine gemeinsame Grundlage schaffen dafür, wie die Staatengemeinschaft auf solche Krisen reagieren sollte. Und um so eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, muss man natürlich auch zu einer gemeinsamen Problemanalyse kommen. Was war denn die Ursache dafür, dass die internationale Gemeinschaft so unterschiedlich auf diese Krisen reagiert hat? Und was sich da dann in Diskussionen, in Reden von Politikerinnen und Politikern, zum Beispiel von Kofi Annan, so ein bisschen herauskristallisiert hat, war die Erkenntnis, dass das Grundproblem für diese unterschiedlichen Reaktionen und für das Zustandekommen dieser Krisen darin zu finden sei, dass das Prinzip der Souveränität, also das Prinzip, das in der UN-Charta verankert ist, dass Staaten eben politisch unabhängig und in ihrer territorialen Integrität nicht zu verletzen seien, dass dieses Prinzip die internationale Gemeinschaft davon abhalten würde, Menschenrechte in Ländern zu schützen, in denen die Regierungen nicht mehr dazu in der Lage oder willens sind, ihre Bevölkerung zu schützen oder vielleicht sogar anfangen, ihre Bevölkerung massiven Menschenrechtsverletzungen auszusetzen, das heißt Völkermorde zu verüben und so weiter. Wenn man nun aber diese Problemanalyse akzeptiert, dann kommt man natürlich schnell zu dem Schluss, dass mit diesem Souveränitätsbegriff was nicht in Ordnung ist. Und so hat sich dann über wenige Jahre, das ging dann relativ zügig und schnell, ein Konsens, zumindest ein Konsens unter einer bestimmten Gruppe von Leuten gebildet, dass man Souveränität, den Begriff der Souveränität neu definieren solle. Heißt, Souveränität bedeutet dann eben nicht mehr nur das Recht eines Staates oder eines Landes, sich gegen Einmischung von außen zu schützen, sondern dass Staaten eben die Pflicht haben, ihre Bevölkerung vor
zumindest vor massivsten Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Und diese Schutzpflicht des Staates gegenüber seiner Bevölkerung, das ist dann die Weiterentwicklung, wurde dann eben für Fälle, in denen diese Schutzpflicht nicht wahrgenommen wird, auf die internationale Gemeinschaft übertragen. Und wie Johanna ja schon richtig gesagt hat, das Neue und Besondere daran ist, dass man jetzt eben von einer Schutzpflicht spricht. Das heißt, man geht davon aus, dass die internationale Gemeinschaft nicht nur das Recht hat, in Krisensituationen einzugreifen, in denen Menschenleben massiv bedroht sind, sondern dass die internationale Gemeinschaft zumindest eine Verantwortung dafür trägt, in solchen Situationen einzugreifen. Diese Erkenntnis wurde dann auch zu Papier gebracht. Es gab da eine Arbeitsgruppe, die die kanadische Regierung einberufen hat, nannte sich International Commission on Intervention and State Sovereignty, also eine internationale Kommission zu Intervention und Souveränität, besetzt ganz hochrangig mit Politikerinnen und Politikern, Militärs, Leuten von Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftlerinnen. Und die haben dann eben dieses Prinzip der Schutzverantwortung, auf Englisch Responsibility to Protect, erarbeitet und haben aber diese Schutzverantwortung jetzt nicht einfach so hingeschrieben, sondern haben sich auch überlegt, wie die denn dann konkret auszusehen habe und haben dann dafür drei Verantwortlichkeiten für die internationale Staatengemeinschaft formuliert. Zum einen die Verantwortung, man möge doch Konflikte verhindern, also eine Präventionspflicht mit unterschiedlichen Mechanismen. Wo Konflikte denn dann kurz vor dem Ausbruch stehen oder schon in Gange sind, gibt es dann eine Reaktionspflicht der internationalen Staatengemeinschaft. Und nachdem diese Reaktion erfolgt sei, gäbe es dann auch die Pflicht, eben die Situation Wiederaufbauhilfe zu leisten und so weiter. Der Kern dieses Prinzips ist aber ganz eindeutig und das kann man an so einfachen Sachen schon sehen, wie der Seitenanzahl, die dann in diesem Bericht, den diese Kommission verfasst hat. Die Seitenanzahl, die sich mit den Reaktionsmöglichkeiten und Mechanismen beschäftigt, ist, wenn ich mich nicht verzählt habe, 6-mal so lang als die sich mit Prävention und Wiederaufbau beschäftigt. Und innerhalb dieses Reaktionskapitels spielt wiederum ein Mechanismus eine ganz besondere Rolle. Und das war dann auch das wirklich Neue an dieser Idee der Responsibility to Protect, dass nämlich Staaten im Zweifel und nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und auch weitere Kriterien erfüllt sind, auch die Pflicht hat, die Staatengemeinschaft hat dann auch die Pflicht, militärisch in Krisen- oder Katastrophensituationen zu intervenieren, wenn die Regierung vor Ort nicht mehr in der Lage ist oder willens ist, schützend und helfend einzugreifen. Und es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass wirklich dieses eine Modul innerhalb dieses ganzen Gedankenkonstrukts der Responsibility to Protect ist das Ausschlaggebende, weil vieles von dem, was da aufgezählt wurde, auch an Mechanismen und Verantwortlichkeiten der Staatengemeinschaft, das ist alles nichts Neues. Die haben wir teilweise schon seit 60 Jahren in den Menschenrechten verankert. Es gibt eine Konvention gegen Völkermord und so weiter und so fort, in denen ganz viele Schutzmechanismen auch schon angelegt sind. Das wirklich Neue ist wirklich die Idee, dass die Staatengemeinschaft zu einem Punkt kommen kann, an dem sie verpflichtet ist, militärisch in Konflikte oder Katastrophensituationen einzugreifen. Diese Idee hat sich dann von dieser Kommission aus verbreitet. Die Kommission hatte aus Sicht der Kommission ein bisschen Pech, weil sie nämlich ihren Bericht kurz vor oder nach dem 11. September 2001 veröffentlicht hat und es deswegen erstmal überhaupt niemanden interessiert hat, was die gesagt haben und was da in diesem Bericht drin stand. Haben sich davon aber nicht entmutigen lassen, sondern haben weiterhin politische Arbeit geleistet. Haben Lobbyarbeit bei der UN betrieben, haben Regierungen bearbeitet und haben eine richtige Kampagne gestartet, um dieses Prinzip eben aus dieser politischen Idee eine politische Realität werden zu lassen. Und da kommen jetzt wir so ein bisschen auch ins Spiel, weil nämlich diese Kampagne, die da begonnen wurde, die wurde sehr stark betrieben oder unterstützt von Regierungen. Ganz wichtig waren da die Kanadier und die Australier. Und die Kanadier sind nach New York gekommen und haben eine NGO gesucht, eine Organisation, die eben jetzt für sie einen Dialogprozess mit der Zivilgesellschaft einleitet, um dieses Prinzip zu verbreiten. Und die kamen auch zu uns. Und unser Geschäftsführer damals hat die rausgeworfen, weil er sich nicht vor den Karren von Regierungen spannen lassen wollte. Und dann sind sie einen Stock höher gegangen oder eine Straße weiter zu dem World Federalist Movement. Und die haben dann eben diese Aufgabe übernommen. Die haben ein Institut für globale Politik, wie das heißt. Und die haben dann eben einen ersten Dialogprozess mit der Zivilgesellschaft eingeleitet und haben dann auch weiterhin kontinuierliche Arbeit betrieben, die diese Responsibility to Protect verbreiten und bewerben soll bis heute. In unterschiedlichen Netzwerken. Und es gibt mittlerweile auch ein
ein Institut angesiedelt an der City University of New York, die sich mit dem Thema beschäftigt und da weiter Kampagnenarbeit macht. Habe ich noch Zeit? Okay. Ah, das ist ein bisschen wenig, aber dann machen wir es ein bisschen kürzer. Also mehr zu der Geschichte und zu Analyse und was da jetzt wirklich genau drin steht im Einzelnen, kommen wir vielleicht in der Diskussion noch, aber steht dann natürlich auch ausführlichst in unserem Bericht, der ja nicht ganz kurz geworden ist. Ich möchte dann aber doch mal auf ein paar Knackpunkte hinweisen, die zum einen mit dem Konzept verbunden sind und zum anderen aber auch sich in der Diskussion immer weiter herausentwickelt haben. Und die Diskussion ist ja jetzt nun auch schon mit mindestens im 13. Jahr, wenn nicht sogar schon im 15. Und einfach mal so ein paar Problempunkte zumindest nennen. Das eine ist, bis heute, obwohl alle davon sprechen, ist überhaupt nicht klar, was gemeint ist, wenn man von der Schutzverantwortung spricht. Das hat damit zu tun, dass dieser Bericht von 2001 dieser kanadischen Kommission schon unglaubliche definitorische Lücken enthält. Also zum Beispiel waren die nicht in der Lage, wirklich auszubuchstabieren, für welche Situationen so eine Schutzverantwortung denn dann tatsächlich greifen sollte. Die haben sich da immer beholfen mit Ausdrücken wie ja, massenhafte Gräueltaten oder Situationen, die das Gewissen schockieren. Aber waren nicht, haben das natürlich dann auch ein bisschen weiter ausbuchstabiert, aber man weiß doch nie so ganz genau, für welche Situationen denn dieses Konzept eigentlich gedacht ist. Zwar hat die UN dieses Konzept dann irgendwann auch mal, es ist nicht wirklich übernommen, aber es hat doch mal darauf hingewiesen in dem Abschlussdokument des Weltgipfels 2005 und die waren dann auch ein bisschen präziser. Aber man hat doch immer, man weiß nie so richtig, ob man auch wirklich von dem spricht, was die Gegenseite meint, wenn man zum Beispiel auch Kritik übt. Und das macht es zum Beispiel auch für die Verfechterin dieses Konzepts unglaublich einfach, Kritik zurückzuweisen, weil man immer auf Missverständnisse hinweisen kann. Und zum Beispiel gibt es auch Leute, die sagen, die Responsibility to Protect besteht in erster Linie aus zivilen Präventionsmechanismen. Und es ging überhaupt nicht um diese militärische Komponente. Und wenn man dann natürlich Kritik an der militärischen Komponente übt, wird man schnell in die Ecke gestellt, die sagt, ja, ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es uns eigentlich geht und warum dieses Konzept vielleicht auch so großartig und neu sei. Das macht die ganze Geschichte doch ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass wir heute zumindest in der Diskussion keine großen Missverständnisse hier aufkommen. Das zweite Problem ist, das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, dass die Responsibility to Protect im Kern zum Inhalt hat, dass es wirklich um militärische Interventionen in Krisen- und Konfliktfällen geht. Wie gesagt, darum gibt es eine Diskussion, aber wenn man die Papiere liest, wenn man auch liest, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu diesem Problem geschrieben haben, kann man doch, glaube ich, sehr begründet davon sprechen, dass es wirklich, das ist der Kern der Responsibility to Protect und muss, wenn man über die Responsibility to Protect redet, nicht ausweichen über Prävention wie irgendwie großartige Konfliktursachen oder sowas reden, sondern es geht im Kern wirklich um diese militärische Intervention. Ein weiteres Problem ist dadurch, dass die Responsibility to Protect den Fokus so stark auf die Reaktionsmechanismen legt, wird die Prävention und die Wichtigkeit von Konfliktprävention, über die sich vermutlich, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, alle einig sind, die wird auch in der politischen Diskussion und dann natürlich auch in der Formulierung politischer Instrumente und Mechanismen zurückgedrängt. Das heißt, wenn man die Responsibility to Protect ernst nimmt und dann auch versucht auszubuchstabieren und dann seine Politik vielleicht daran auszurichten, kommen Regierungen und Staaten schnell in eine Situation, in der sie viele Ressourcen dafür verbrauchen, sich Reaktionsmechanismen einfallen zu lassen oder die dann auch tatsächlich aufzubauen. Und das sind Ressourcen, die dann nachher fehlen, um vielleicht alternative, vielleicht auch innovative Präventionsmechanismen weiter zu stärken. Ein weiteres Problem, und dann komme ich auch schon ein bisschen zum Schluss, den Rest können wir ja dann, wir haben ja genügend Zeit noch, können wir noch über vieles reden. Ein weiterer Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, wenn man die Responsibility to Protect, also als Verantwortung, eine Verantwortung für die internationale Staatengemeinschaft in Konflikte und Katastrophen einzugreifen, wenn man die ernst nimmt, kann man sehr schnell in eine Situation kommen, in der die internationale Staatengemeinschaft nicht mehr das neutrale Element ist, das sie vielleicht in zwischenstaatlichen Konflikten ganz oft darstellt. Also die UN ist ja ein ganz klassischer Vermittler auch in zwischenstaatlichen Konflikten, schickt dann Friedenstruppen, die Pufferzonen einrichten und was auch alles. Wenn man nun aber diese Responsibility to Protect wirklich ernst nimmt, gerade auch für innerstaatliche Konflikte, dann kann man dazu kommen, dass die internationale Staatengemeinschaft ganz schnell nicht mehr neutrales Element in Konflikten bleibt, sondern ganz schnell zu einer Konfliktpartei wird. Denn die ganze Idee ist ja, dass man eingreift in einen Konflikt, in dem ein Staat
Menschenrechte verletzt. Und da muss man natürlich gucken, dass man diesen Staat davon abhält, diese Menschenrechte zu verletzen. Und in einer Bürgerkriegssituation, wie wir sie zum Beispiel jetzt auch in Syrien haben oder wie wir sie auch in Libyen hatten, muss die internationale Gemeinschaft dann für sich auch mal die Seiten klarkriegen und wird dann eben zur Konfliktpartei. Das Problem ist nur, wer bleibt denn dann noch übrig, um vielleicht in einem Konflikt auch zu vermitteln, wenn das nicht mehr die UN tun? Dann bleiben nur noch die Schweizer übrig sozusagen, weil die sind ja fürchterlich neutral. Und dieses Problem kann man auch sehr schön erkennen in ganz vielen innerstaatlichen Konflikten, in denen die UN auf irgendeine Art präsent ist. Die UN wird immer mehr zur Zielscheibe von Angriffen. Das hat man im Irakkrieg sehr schön, also nicht sehr schön, das hat man sehr deutlich gesehen. Und das sieht man auch in ganz vielen, jetzt im Moment in Afrika stattfindenden Konflikten, dass die UN nicht mehr als Helfer und neutrales Element wahrgenommen wird, sondern dass sie wirklich massiv bedroht werden durch verschiedene Konfliktparteien, weil sie eben als Teil des Konflikts und als auf irgendeiner Konfliktseite stehend betrachtet werden. Und dieses Ganze, also wie gesagt, es gibt noch viel mehr Kritik, da könnte ich jetzt aber hier noch ein paar Stunden erzählen, das Ganze hat uns zu dem Schluss gebracht, dass wir der Meinung sind, dass diese Responsibility to Protect eigentlich nicht mehr reformierbar ist. Also die ganze Idee ist aus unserer Sicht so grundlegend falsch und führt so grundlegend in die falsche Richtung, dass wir der Meinung waren, es hilft jetzt nichts. Es gibt zum Beispiel eine große Reformdebatte über die Responsibility to Protect. Man müsste da jetzt viel konkreter werden, definitorische Arbeit leisten, vielleicht die Hürden für militärisches Eingreifen noch höher setzen oder man kann sich da ganz viel einfallen lassen. Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass all das, die ganz viele der Grundprobleme, die die Responsibility to Protect mit sich bringt, überhaupt nicht beheben werden und plädieren dafür, deswegen dafür, dass man doch Abschied nehmen möchte, zu versuchen, irgendwie einen Mechanismus zu schaffen, der beinhaltet, dass militärische Gewalt wieder zu einem legitimen Mittel der Politik wird, sondern dass wir doch vielleicht versuchen sollten, wieder dahin zu kommen, dass das Gewaltverbot, was ja in der UNO-Charta immer noch verankert ist und auch bis in den letzten 70 Jahren nie, zumindest auf dem Papier nie eingetastet worden ist, das wieder hochzuhalten und zu überlegen, wie man dieses Gewaltverbot beschützen kann und trotzdem Konflikte verhindern und konstruktiv Konflikte begleiten kann durch wirklich humanitäre, neutrale Hilfe, durch die Schaffung von einer vernünftigen Flüchtlingspolitik zum Beispiel und. Es gibt ja ganz viele Vorschläge, die einem da ziemlich schnell einfallen, die alle tatsächlich Hilfe leisten würden und auch Konflikte entschärfen könnten, ohne eben mit diesem Damoklesschwert der militärischen Intervention über seinem Kopf weiterhin leben zu müssen. Aber dabei belasse ich es jetzt vielleicht erstmal. Danke. Ja, Herr Rudolph, ist R2P nicht mehr reformierbar? Ist gar nichts dran oder kann man vielleicht doch irgendwas aus dem Konzept noch machen? Ich werde versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Ich will nur daran erinnern, fast auf den Tag, genau vor 20 Jahren, endete in Ruanda Anfang Mitte Juli 1994 endeten die 100 Tage des größten Völkermordes nach 1945, dem 500 bis 800.000 Menschen zum Opfer fielen. Dieser Völkermord hätte durch eine militärische Intervention, wenn nicht unterbunden, aber doch in seinen Ausmaßen gewaltig verringert werden können. Das war zusammen mit Srebrenica sozusagen der Ausgangspunkt für die Debatte um die Responsibility to Protect or R2P. Insofern, ich stimme zu, der Ausgangspunkt ist in der Tat, wann ist eine militärische Intervention legitim oder, um anders formuliert, wann ist sie sogar möglicherweise verpflichtend. Und da würde ich vielleicht, um gleich sozusagen meine Prämisse reinzubringen, ja, im Falle von Ruanda wäre es moralisch verpflichtend gewesen zu intervenieren. Die internationale Staatengemeinschaft, wie auch immer das ist im Einzelnen, hätte es tun sollen. In anderen Fällen hat man interveniert, das Prinzip genutzt, vielleicht auch missbraucht. Aber meine Prämisse ist, es gibt Fälle, in denen sozusagen im Extremfall militärische Instrumente wie auch immer zum Einsatz kommen müssen, um Völkermord oder Massenverbrechen zu verhindern. Nichtsdestotrotz, ich teile vieles an der Kritik der Schutzverantwortung, halte trotzdem diese Debatte in gewissem Sinne für einen moralischen Fortschritt. Es ist ja kein völkerrechtliches Prinzip, auch wenn das immer wieder gern behauptet wird. Es gibt die Schutzverantwortung 2001, es gibt sozusagen eine engere Formulierung im Outcome in einem Dokument der Vereinten Nationen, der Generalversammlung von 2005. Das ist sehr unterschiedlich. Es geht, das hat mal einer der Väter dieses Prinzips gesagt, es geht darum, das moralische Bewusstsein zu verändern. Es geht darum, zu sagen, ja, wenn irgendwo Völkermord passiert oder Massenverbrechen, geht das die internationale Gemeinschaft an.
Ich habe eine Analyse geschrieben und sozusagen diesen ethischen Anspruch ernst genommen, versucht ihn sozusagen auf die Dilemmata, also auf die Probleme, die unlösbaren oder die vielleicht schwer zu lösen Probleme hin abzuklopfen. Aber da kommt natürlich sofort das Argument, auch das wurde jetzt gesagt von den Verfechtern, ja, es geht um Prävention. Ja, ja, ja. Vom Ausgangspunkt geht es eben nicht, geht es um Prävention durch militärische Mittel. Man kann also beide Sinne als Prävention sehen, einen Völkermord in seinen Ausmaßen zu verringern. Es ist natürlich schön, sozusagen auch in Deutschland vor allem diskutiert, Konfliktprävention, ja, wir wollen sogar Krisenprävention betreiben. Das ist nur verdammt schwer. Es gibt zwar viele Versuche, Risikoeinschätzungen durchzuführen, welche Länder sozusagen der Gefahr stehen, dass dort Massenverbrechen stattfinden. Es gibt viel Diskussion um Frühwarnung. Nur, selbst wenn man das weiß, Ruanda war nicht unbedingt das Problem der Frühwarnung. Die Frage ist, was macht man dann? Was sind die geeigneten Instrumente? Die Grundursachen von Konflikten, wir wissen nicht, was die sind. Das sollte man auch nicht sagen, Armut. Es ist schwer, was die Grundursachen von Völkermord sind oder von Massenverbrechen. Die finden vor allem, das darf man nicht vergessen, im Kontext, im Zusammenhang von Bürgerkriegen und politischer Instabilität statt. Ruanda war auch ein Beispiel sozusagen. Es sind durchaus aus der Sicht der mancher Eliten durchaus zweckrationale Instrumente, die da eingesetzt werden. Also es geht darum, letztlich Bürgerkriege zu verhindern, nur das wird nicht immer möglich sein. Und das, man sollte auch ehrlich sagen, was die Außenpolitik angeht, es ist sozusagen schwer, wenn man eine Liste von 20 Ländern hat, wo vielleicht irgendwann was eintreten könnte, da wirklich effektive Konfliktprävention zu betreiben. Also sind wir ehrlich, am Ende wird es immer wieder auf die Frage hinauslaufen, gibt es extreme Fälle, in denen Eingreifen moralisch gerechtfertigt oder verpflichtend ist? Und das ist eben sozusagen, würde ich sagen, der Kern, dass die internationale Gemeinschaft, die mächtigen Staaten, wer auch immer dazu in der Lage ist, eben die nachrangige oder manche würden sagen subsidiäre Verantwortung haben, notfalls im Extremfall mit militärischen Mitteln einzugreifen. Das ist sozusagen ein moralisches Prinzip. Verantwortung spielt natürlich eine große Rolle in der ganzen Debatte. Die Frage ist, wer hat die Verantwortung? Haben Staaten Verantwortung, Verbrechen in anderen Ländern zu verhindern? Dahinter steht ein kosmopolitisches Verständnis von politischer Moral, das sozusagen Verpflichtungen gegenüber Menschen, Bürgern in anderen Staaten. Der Realist im Sinne internationaler Politik wird sagen, nein, ich bin dem eigenen Staatsbürger, dem Wohl der eigenen Gesellschaft verpflichtet und es ist sozusagen nicht legitim, eigene Soldaten in den Tod zu schicken, um andere Menschen zu retten. Das ist eine große Spannung, aber im Prinzip sagt diese R2P oder diese Doktrin, dieses Prinzip, wie auch immer man es bezeichnen möchte, sagt, es gibt sozusagen diese Verpflichtung und dann ist die Frage, sozusagen, wie weit die reicht. Und da muss man natürlich sozusagen differenzieren. Ich denke, da sollte man die Diskussion sozusagen nicht allzu auf die leichte Schulter nehmen. Das ist eine ernste Frage. Wenn wir Soldaten entsenden, die notfalls sterben oder die töten müssen, das ist auch ein moralisches Problem, dann ist das sozusagen rechtfertigungspflichtig. Ich glaube nicht, da bin ich so ein bisschen sozusagen eine andere Richtung, ich glaube nicht, dass es da reine völkerrechtliche Kategorien gibt. Das Völkerrecht ist interpretationsbedürftig. Im Prinzip, der Sicherheitsrat beschließt, kann er alles beschließen. Ich denke, man muss den Einsatz militärischer Gewalt tatsächlich an substanzielle Prinzipien zurückbinden. Die mögen schwammig sein, das sind keine Rechtsprinzipien, aber wir haben sozusagen eine lange Tradition, die von der Diskussion von Kriterien für den Einsatz militärischer Gewalt. Also da bin ich sozusagen offener, so eine nicht völkerrechtliche Diskussion sozusagen zu betreiben, weil Völkerrecht gibt keine Antwort auf diese Frage. Das Gewaltverbot ist sozusagen nahezu absolut, es sei denn kollektive und individuelle Verteidigung, es sei denn der Sicherheitsrat beschließt nach Kapitel 7 eben den Einsatz militärischer Macht, für welche Zwecke auch immer. Insofern, wir müssen eine Diskussion, insofern als ethisches Prinzip sollte man es ernst nehmen, aber man sollte es, muss es auch sozusagen kritisieren. Die Frage ist, führt es zu einer militanten Moral, zu einem militanten Moralismus? Die Gefahr ist sicherlich da. Warum etwa wird der Einsatz militärischer Gewalt privilegiert, könnte man fragen. Ressourcen können auch anders eingesetzt werden. Ressourcen sind sozusagen immer knapp. Die Frage ist, setzt man sie für militärische Interventionen ein, setzt man sie für die Bekämpfung von Malaria, Diarrhoe und anderen Krankheiten ein. Also das sind Abwägungsprobleme, die sozusagen von den Vertretern, entschiedenen Verfechtern der R2B eben meines Erachtens zu wenig diskutiert werden, aber wie gesagt, das sollte diskutiert werden. Was erwartet wird, und das sollte man nicht vergessen, es wird sozusagen ein Abschreckungseffekt erwartet, dass wenn die Staatengemeinschaft öfters eingreift,
dass sozusagen Diktaturen, Diktatoren irgendwann zum Schluss kommen, es ist zu gefährlich, Gewalt einzusetzen, Massenverbrechen, da wartet der internationale Strafgerichtshof auf mich, da wartet sozusagen, waren Staaten auf mich, die unter Umständen eingreifen. Das Problem ist natürlich so, mit dem Abschreckungseffekt schwer zu sagen, es gibt einen anderen Effekt und den haben wir im Kosovo gesehen, es kann durchaus Aufständische ermutigen, sozusagen in der Hoffnung, dass es eine militärische Intervention von außen kommt, den Aufstand zu wagen. Da würde ich sagen, das darf auf keinen Fall passieren. Es sollte klar sein, gewaltsame Aufstände, sofern es nicht zu großen Massakern großen Stils kommt, sollten nicht unterstützt werden. Es gibt sozusagen gerade jetzt eine neuere Studie, die zeigt, gewaltfreier Widerstand, nicht im Falle von jedem Staat, aber durchaus hat eine gewisse, vielleicht eine bessere Erfolgsaussicht als gewaltsamer Aufstand. Also die Frage ist sozusagen, wie geht man politisch damit um, dass eben unter Umständen dieser Effekt eintreten könnte, damit das Aufständische oder Rebellion ermutigt werden und dann sozusagen Gewalt unter Umständen als Mittel eingesetzt wird, die internationale Gemeinschaft ins Boot zu holen. Das muss man einfach einkalkulieren. Viele würden sagen, es ist nicht passiert. Da gibt es sozusagen, die Logik ist sicherlich da und deswegen wird natürlich versucht, jede Auseinandersetzung, jeden Bürgerkrieg zu einem Völkermord zu stilisieren, weil das Wort Genozid sozusagen erweckt gerade automatisch eben sozusagen die Bereitschaft, möglicherweise zu intervenieren. Dann ist die Frage natürlich, weit reicht diese Pflicht? Oft wird immer sozusagen argumentiert, der Einzelne ist verpflichtet, jemandem zu helfen, der in Not ist. Das ist sozusagen die eben der individuellen Ethik, der Einzelmoral, der individuelle Nothilfe. Die Frage ist sozusagen, kann man das auf Staaten so ohne weiteres übertragen? Und da geht es eben sozusagen eher um die Frage, ist ein Staat überhaupt berechtigt, seine Bürger in Uniform in solche Einsätze zu schicken? Das muss man auch ernsthaft diskutieren. Ich denke, Soldaten müssen die Gewissheit haben, dass sie sozusagen Einsätze geschickt werden, die moralisch legitimierbar sind. Und Soldaten müssen sozusagen auch sozusagen ihren Dienst antreten, unter der Bereitschaft, das unter Umständen zu tun. Aber das sozusagen bedarf einer öffentlichen Debatte, ob sozusagen wir bereit sind, Bundeswehr für solche Einsätze zu entsenden. Da bräuchten wir eine weit intensivere Debatte. Sie können natürlich argumentieren, es kommen keine Soldaten zu Schaden. Solche Interventionen werden aus der Luft geführt. Luftstreitkräfte, Drohnen, Sie erinnern sich, Kosovo, Libyen, kein einziger westlicher Soldat kam zu Schaden. Nur solche Art von Interventionen führen nicht unbedingt dazu, dass Massaker und Völkermord unterbunden werden kann. Wir können jetzt diskutieren, ob in Libyen Völkermord oder nicht stattfand. Aber im Falle von Kosovo war ganz klar, dass sozusagen nach Beginn der Luftangriffe die Gewalt eskaliert hat. Und das ist ein Phänomen, mit dem zu rechnen ist, dass Staaten oder dass Regime eben versuchen, mit einer Eskalation der Gewalt möglichst schnell Tatsachen zu schaffen. Insofern, wer will, dass Militär entsendet wird, der muss letztlich Bodentruppen entsenden. Der muss bereit sein, dass Soldaten wirklich Gefahr auf sich nehmen, dass die Milizen, das sind ja meistens Milizen, die Völkermord und Massaker begehen, dass sozusagen die an ihrem Tun gehindert werden. Das ist riskant, darüber müsste auch diskutiert werden. Sozusagen Intervention auf die billige Tour ist sicherlich nicht förderlich, wenn es darum geht, Massenverbrechen zu unterbinden. Wie gesagt, Beispiele Libyen, Beispiele Kosovo. Die andere Frage ist, wer eine Interventionspflicht behauptet, und ich würde sagen R2P, behauptet faktisch eine Interventionspflicht, der muss auch irgendwie begründen, wann Töten legitim ist. Wann ist es gerechtfertigt zu töten? Es werden ja nicht nur sozusagen die Urheber von Massakern getötet, es werden Soldaten getötet, Wehrpflichtige im Falle Libyens, es werden Zivilisten, Kollateralschäden heißt das Wort, getötet. Die Frage, wann ist sozusagen Töten legitim, um andere Menschen zu retten? Das ist auch eine Frage, die ehrlicher diskutiert werden können. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn interveniert wird, müssen Soldaten bereit sein oder die Gesellschaft muss bereit sein, Soldaten sozusagen in Risiken zu schicken, damit möglichst wenig Zivilisten, möglichst wenig Nichtkombatanten zu Schaden kommen, wenn man denn überhaupt bereit ist, solche Interventionen durchzuführen. Das sind sozusagen die Fragen, die sich meines Erachtens
stellen, wenn man eben dieses Prinzip ernst nimmt. Und letztlich ist eine Frage der Verantwortung auch die Erfolgsaussichten. Sie können sagen, wir wissen nie, wie eine Intervention ausgeht. Wir können die Zukunft nicht voraussagen. Wir können auch nicht voraussagen, ob ein Völkermord eintreten wird. Wir können Indizien haben. Wir wissen nie, ob eine militärische Intervention, ein Krieg erfolgreich ist. Aber man muss zumindest versuchen, diese Folgen einzuschätzen. Und man muss, denke ich, auch unter Umständen bereit sein, sich lange zu engagieren, sich intensiv zu engagieren, um eben eventuell befeindete Gruppen zu trennen und Wiederaufbau zu betreiben. Wiederaufbau ist ja in der Responsibility to Protect auch eines der Prinzipien, der Ursprungsformulierung eines der drei Prinzipien. All das bedeutet unter Umständen, lange engagiert zu bleiben. Die Frage ist, wie wirkungsvoll ist das Nation Building, der Aufbau stabiler Staatsstrukturen ist ein ziemlich ambitioniertes Unterfangen. Sie erinnern sich, Balkan, das ist jetzt 20 Jahre her, es gibt immer noch eine Präsenz, Irak, Nation Building, Intervention. Das Ganze ist schwierig und was wir wissen ist, wenn Regime gestürzt werden, führt das in der Regel zur Instabilität, zu Bürgerkrieg. Also hier gibt es eine Folgenverantwortung, die meines Erachtens in der Debatte um R2P etwas zu kurz kommt. Man muss die Folgen des eigenen Handels bedenken, auch wenn die nie ganz kalkulierbar sind. Das sind so ein paar Punkte, die ich sozusagen kritisch sehen würde. Und deswegen meine Schlussfolgerung, die sich wahrscheinlich etwas unterscheidet, wenn ich es recht sehe, von dem des geschätzten Vorredners. Ich würde sagen, menschenrechtlich begründete Interventionen, nennen wir es menschenrechtlich begründete Kriege, lassen sich nur in absoluten Extremsituationen rechtfertigen. Und insofern sprechen nicht nur moralische, sondern auch pragmatische Gründe dafür, das Schwellenkriterium für eine Intervention nach dem Schutzverantwortungsprinzip sehr hoch zu setzen. Sie haben mit Recht gesagt, es gibt letztlich keine Kriterien. Das Massenverbrechen, dann wurde versucht, R2P 2005, das auf justiziable Verbrechen, Völkermord, Kriegsverbrechen und zwei andere Kategorien zu beschränken. Aber das ist natürlich eine Frage auch, das gibt es kein klares Kriterium. Ich würde sagen, eine Intervention wäre dann zu rechtfertigen, wenn massiv in koordinierter Form eine große Zahl von Nichtkämpfern, von Zivilisten in kurzer Zeit getötet werden. Und eine beträchtliche Zahl von Menschen unter niedrigen Verlusten für die eingreifenden Staaten gerettet werden können und die Aussicht besteht, dauerhafte Sicherheit ohne eine langfristige, meist nicht sehr erfolgreiche Präsenz schaffen zu können. Kann in solchen Extremsituationen eine Intervention zur moralischen Pflicht werden? Ich habe von Ruanda gesprochen, ja, ich denke, es wäre damals eine Pflicht gewesen. Ich würde argumentieren, nur wer einen absoluten Pazifismus vertritt, der kann grundsätzlich bestreiten, dass es Fälle geben kann, die, ob wir es R2P nennen oder nicht, die dazu führen können, dass es moralisch gerechtfertigt sein kann, vielleicht auch verpflichtend sein kann, notfalls auch militärisch zu intervenieren. Aber nach wie vor, denke ich, sollte der Aufmerksamkeit auf Verhinderungen liegen. Es ist schwierig, Prävention, da sollte man realistisch sein. Aber nehmen wir nochmal den Fall Ruanda, den ich eben gerade skizziert habe. Da war die internationale Gemeinschaft präsent, hat vieles falsch gemacht, aber man kann sozusagen oft auch absehen, wenn sich ein Regime radikalisiert, wenn die Propaganda zunimmt, wenn bestimmte Indizien sprechen, dass man da sozusagen frühzeitig, vielleicht auch begrenzt interveniert. Prävention ist schwierig, ist nicht ganz unmöglich, sollte Priorität haben, aber im Extremfall würde ich sagen, ist auch sozusagen eine Intervention militärisch gerechtfertigt, aber nur im Extremfall. Ich denke, R2P tendiert dazu, zu viel Intervention zu legitimieren, würde ich sagen, das Ganze sollte über Bord geworfen werden. Ich glaube, insgesamt hat sich an dieser Debatte eben ein verändertes moralisches Bewusstsein festgemacht. Ich denke, die Debatte ist sinnvoll, gerade auch kritische Debatten, aber ganz zu sagen, wir sollten zurück zu was auch immer, ich glaube, das geht nicht. Dieser Fortschritt, den wir im Diskurs haben, der sollte kritisch reflektiert, aber nicht ganz rückgängig gemacht werden. Danke. Ja, Jan, die sind ja angesprochen worden von Herrn Rudolph, die vielen Fragen, die eigentlich in der öffentlichen Debatte, im politischen Diskurs geführt werden müssen. Tut ihr das in der Politik? Führt ihr die so? Nee, ich habe
wirklich die ganze Zeit gedacht, das ist super spannend, die Debatte. Das ist die Theorie von R2P. Und ich bin aber seit 4,5 Jahren im Bundestag mit der Realität konfrontiert. Das hat mit dem gar nichts zu tun, worüber Sie hier gerade geredet haben. Also um mal deutlich zu machen, um was für ein Niveau wir hier reden. Heute Nachmittag wurde im Bundestag über die Drohnen, Einführung von Kampfdrohnen debattiert. Der Herr Otte von der CDU stellte sich dann hin und sagte, das ist ganz einfach, es geht um den Schutz der Soldaten. Und Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie deutsche Soldaten schützen oder die Terroristen schützen und guckte die Linke an. Das ist so das Niveau, auf dem auch die Debatte um R2P geführt wird. Das geht wirklich ganz simpel immer um die Zuspitzung. Sind Ihnen die 10.000 Menschen in Benghazi egal oder wollen Sie nicht morgen doch lieber bombardieren? So, das ist genau immer diese Zuspitzung auf, Ihnen sind die Menschen egal, Ihnen ist die Lebenssituation egal, Ihnen sind die Menschenrechte egal, Sie wollen sich nicht kümmern, Sie wollen nichts tun. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte von Interviews ich geführt habe mit Journalistinnen und Journalisten, wo es immer darum geht, ja, wollen Sie denn nichts tun oder sind Ihnen die Menschen egal? Das ist tatsächlich das Niveau, über das wir reden. Und die Zuspitzung ist immer, entweder militärisch eingreifen oder du bist verantwortungslos. Und da wird eigentlich auf der Erscheinungsebene, ich kriege ja nur die Erscheinungsebene mit, nicht die Theorie dahinter und nicht die theoretische Debatte. Auf der Erscheinungsebene bestätigt sich genau das, was Sie beide gerade gesagt haben. Bei R2P geht es nur um die militärische Frage. Es geht nur um die Frage der Intervention. Jedenfalls in der praktischen Politik im Bundestag immer entweder Militär senden oder ich bin verantwortungslos. Das geht ja sogar so weit, dass diejenigen, die aus welchen Gründen noch immer glauben, jetzt könnten sie hier das R2P anwenden, Konfliktanalysen total verfälschen oder einen derart falschen Blick auf Konflikte haben, nur damit es sozusagen in das R2P-Konzept passt. Das gibt ein Beispiel dafür, das ist der Darfur-Konflikt. Der ist in dem Bundestag immer betrachtet worden als ethnischer Konflikt, als Genozid. Und allein, also nur um sozusagen das R2P-Argument anwenden zu können, hat man den ganzen Darfur-Konflikt unter einer Brille gesehen. Die Realität vor Ort war eine völlig andere. Da sind extrem viele Menschen umgebracht worden, vergewaltigt, vertrieben worden. Aber das war kein ethnischer Konflikt, das war kein Völkermord, sondern da sind verschiedene Gruppen aus purer Machtpolitik, aus Interessenspolitik aufeinander losgegangen. Aber die deutsche Analyse war denn, damit es in dieses R2P-Konzept hineinpasst, eben, das ist ein Völkermord oder Beginn der Völkermord. Hatte damit aber gar nichts zu tun. Also das ist das Problem, was wir damit haben. Aber die entscheidende Frage ist ja diese Gegenüberstellung Militär und Verantwortung. So, reden wir über Verantwortung. Ich sage als Linker, ich sage als Jan van Aken, ja, ich finde, Deutschland muss seiner neuen Rolle in der Welt gerecht werden und mehr Verantwortung übernehmen. Ja, ich finde, Deutschland muss sich international viel mehr einmischen. Deutschland muss international viel mehr intervenieren. Die anderen verstehen darunter immer Militär. Ich verstehe das gar nicht darunter. Ich als Linker fühle mich doch dafür verantwortlich, dass die Menschenrechte in Saudi-Arabien durchgesetzt werden. Ich möchte als Linker mich doch in Saudi-Arabien einmischen, damit dort ein Blogger nicht mit 1000 Peitschenhieben bestraft wird. Ich möchte mich doch in Saudi-Arabien einmischen, damit die Frauen dort nicht immer zu Hause eingesperrt werden, endlich einen Führerschein haben dürfen. Aber den Führerschein für die Frauen in Saudi-Arabien wird die Bundeswehr nicht durchsetzen. So. Deswegen ist meine Frage als Linker doch, ja, mehr Verantwortung übernehmen, ja, mehr einmischen, ja, den Menschenrechten zur Geltung verhelfen, aber mit welchem Tool? Und die Frage fehlt mir völlig. Also ich könnte jetzt Ihnen 10 verschiedene Tools vorstellen, die mir einfallen werden bei jedem Konflikt. Ob wir den Südsudan nehmen, ob wir die Menschenrechte in Saudi-Arabien nehmen, ob wir Ruanda nehmen, was auch immer. Wir können erstmal eine ganze Reihe von Tools aufzählen. Eins ist das Militär, darüber reden die anderen immer ausschließlich. Was ist denn mit ziviler Krisenprävention? Was ist denn mit Flüchtlingshilfe? Was ist denn mit Diplomatie? Was ist mit gerechten Wirtschaftsbeziehungen? Was ist mit dem internationalen Strafrecht? Und. Das heißt, ich muss mir doch den Konflikt im Einzelnen anschauen und wenn wir dann überlegen, was sind die Tools, mit denen ich jetzt möglicherweise dort Menschenleben retten kann, mit denen ich eine Schutzverantwortung wahrnehmen kann. Und in jedem einzelnen Konflikt wird man, glaube ich, relativ schnell dazu kommen, dass man sehr viel tun kann und Militär gehört in der Regel nicht dazu. Denn ich glaube, das Entscheidende, das hat Herr Rudolph auch gesagt, ist eben, man hat auch eine Folgenverantwortung. Und wenn ich mir die militärischen Interventionen der letzten Jahrzehnte anschaue und anschaue, wo diese Länder heute alle sind, dann sage ich, allein durch die Betrachtung der Präzedenzfälle kann ich sagen, sobald ich von außen mit Militär eingreife, sind die Folgen desaströs. Und deswegen wird das Militär in keinem einzigen Fall das Tool, das Mittel der Wahl sein, um eine Schutzverantwortung wahrzunehmen. Also Libyen galt ja bis, naja, jetzt mittlerweile wohl nicht mehr, aber bis vor einem Jahr ungefähr als ein idealtypisches Beispiel für Schutzverantwortung.
10.000 Menschen in Benghazi, ich werde das nicht vergessen in der Debatte, 10.000 Menschen in Benghazi, wenn heute Nacht nicht bombardiert wird, dann sind die 10.000 Menschen morgen tot, hingemetzelt und hingeschlachtet von Gaddafi. Und deswegen muss heute Nacht noch bombardiert werden. Und die Franzosen, die Amerikaner und die Briten haben das dann über Nacht gemacht. Und dann steht eine Heidi Wieczorek-Zoll auf im Bundestag mit bebender Stimme und redet über R2P und wirft Westerwelle vor, dass er sich da enthalten hat. Und er hat diese 10.000 Menschen dem Schlechter Gaddafi ausgeliefert. Sozusagen, das ist die Situation, wie das zugespitzt worden ist. Und da glaube ich sogar noch, dass eine Heidi Wieczorek-Zoll das sogar ernst meint. Also ich glaube nicht, dass alle das sozusagen nur als vorgeschobenes Argument benutzen, sondern sie meint es in dem Moment vielleicht ernst. Aber was jetzt am Ende bei rausgekommen ist, 3 Jahre später können wir sagen, wir haben in der Folge dieser Libyen-Intervention den Bürgerkrieg in Mali gehabt, mit ich weiß nicht wie vielen Toten. Wir haben im Moment einen zerfallenden Staat in Libyen, wo es ja mittlerweile so weit geht, irgendwie, dass die eine Miliz einen Öltanker kapert und dann die andere Miliz ihn mit Hilfe der US Navy Seals wieder zurückerobert, wo die Regierung dann mal von einer Miliz kurz weggeputscht wird. Wir wissen alle nicht, wie das jetzt in Libyen weitergeht. Ich glaube, das ist nach wie vor eine sehr heikle Situation. Das heißt, die Folgenverantwortung ist wahrscheinlich das Entscheidende, was in den allermeisten Fällen das Tool Bundeswehr oder Militär sofort erstmal aus dem Rennen wirft. Und dann müssen wir uns über die anderen Möglichkeiten eben unterhalten. Diplomatie habe ich als ein Tool genannt. Das ist immer so ein Beispiel, das kennt kaum jemand, ich benutze das sehr gerne. Simbabwe erinnert kaum noch jemand, vor einigen Jahren haben die Briten sehr stark darauf gedrängt, militärisch in Simbabwe zu intervenieren. Mugabe hatte die weißen Farmer rausgeschmissen, Hungersnot in dem Land. Die Opposition wurde brutalst unterdrückt, gefoltert, umgebracht. Das war sozusagen Simbabwe am Rande eines Bürgerkriegs. Die Briten wollten intervenieren. Da haben die Nachbarstaaten gesagt, nein, wir versuchen das diplomatisch zu lösen. Das hat 2 Jahre gedauert. Ich weiß nicht wie viele, aber es waren bestimmt Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen, die in diesen 2 Jahren dort weiter gefoltert wurden, die umgebracht wurden, die vertrieben worden sind in Simbabwe von Mugabe. Jetzt kann ich sagen, ich bin meiner Schutzverantwortung für diese 1.000, 2.000, 3.000, wie viel auch immer Menschen nicht gerecht geworden. Aber am Ende wurde das Ganze ohne Militärintervention gelöst. Der Konflikt ist noch lange nicht vorbei. Aber wir haben eben kein militarisiertes Land. Wir haben keinen Bürgerkrieg, der möglicherweise so wie in Afghanistan, wie im Irak, die nächsten 10, 20, 30 Jahre das Land komplett in Schutt und Asche legt. Und da sage ich, das war der richtige Weg. Und dann muss ich sagen, da ist man dann auch als jemand, der gegen eine Militärintervention ist, der für diese diplomatische Lösung ist, natürlich auch mitverantwortlich dafür, dass in der Zeit noch Menschen gefoltert worden ist. Aber diejenigen, die in dem Moment dort einmarschieren wollten, wenn sie es gemacht hätten, wären auch verantwortlich gewesen für ein Land, das möglicherweise 20 Jahre im Bürgerkrieg versinkt. Und wie viel Leid und Zerstörung und Tod das bedeutet, können wir uns alle nur vorstellen. Das ist sozusagen nur ein Beispiel, wie ich an diese Frage Verantwortung und Schutzverantwortung rangehe. Ich möchte eigentlich zum Abschluss 3 Sachen noch kurz sagen. Eine ist eine Beobachtung. Ich fand das beide alles sehr spannend, was Sie beide gesagt haben. Und ich habe da viel gelernt, auch durch das, was ich vorher in Vorbereitung von Ihnen gelesen habe. Aber das ist reine Theorie, was Sie hier erzählen. Das ist reine Theorie. Mich erinnert das an viele Debatten, wo es dann immer auch die Begrifflichkeiten gibt, idealtypisch müsste man oder es wäre doch und so weiter. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, es müsste Kriterien geben und man kann anhand dieser Kriterien dann irgendwann, das wirkliche Leben läuft anders. Im wirklichen Leben geht es um Machtinteressen. Am Ende sind es in erster Linie die Interessen der P5, der 5-ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat. Und je nach ihren Interessen kann es plötzlich sein, dass das eine Kriterium passt oder nicht. Und wenn ein R2P mit seinen Kriterien passt, dann wird das gerne als Argument genommen. Und wenn das nicht passt, dann wird ein anderes Argument genommen. Wir leben leider nicht in einer idealtypischen Welt, sondern wir leben in einer Welt mit knallharten Machtinteressen. Ich habe 2 Jahre bei der UNO gearbeitet. Der Standardspruch dort war immer, vor der UNO sind alle gleich, aber einer ist gleicher. Ich könnte auch sagen, vor der UNO sind alle gleich oder 5 sind gleicher. Das macht aber eigentlich das ganze Dilemma deutlich. Wir können uns hier stundenlang über R2P unterhalten. Wir können Studien machen und das theoretisch, das Konzept entweder verbessern oder verwerfen oder was noch. Am Ende fallen die Entscheidungen in New York oder in Washington oder in Moskau anhand von völlig anderen Kriterien. Und das müssen wir, glaube ich, zu unterscheiden lernen. Ich will nicht dagegen sprechen, dass wir das theoretisch trotzdem analysieren und gut oder schlecht finden, Kriterien entwickeln. Aber die Realität ist tatsächlich eine ganz andere. Und dann will ich noch 2 Punkte nennen, die für mich richtig neu waren. Also was ich
wirklich ganz spannend finde, Herr Rudolph, ist, dass Sie dieses R2P-Konzept ja moralisch-ethisch auch kritisch betrachten. Es ist ja eine hochmoralisch aufgeladene Debatte, auch im Bundestag oder in der Politik, was ich übrigens richtig finde. Das, Ihre Kritik in der Studie ist ja, das ist so moralisch aufgeladen. Ich finde das völlig richtig. Es geht um Menschenleben. Es geht auch darum, ob Tausende, Zehntausende Menschen sterben oder nicht. Und das muss man, ich bin absolut dafür, dass man das moralisch betrachtet und emotional betrachtet. Das finde ich richtig. Und deswegen fällt es natürlich immer auch so schwer, darauf zu reagieren, wenn eine Heidi Wetscherek-Zoll aufsteht und sagt, sind Ihnen die 10.000 Menschen da egal, die morgen früh gemetzelt sind. Und deswegen war es für mich sehr erfrischend, mal zu sehen, dass man das R2P-Konzept eben nicht nur, ich sag mal, realpolitisch kritisieren kann, so wie ich das tue, sondern eben auch moralisch-ethisch. Das fand ich extrem spannend. Und das Zweite, was ich an Ihrer Studie außerordentlich spannend fand, war das, was Sie dort Political Economy nennen. Also im Grunde genommen zeichnen Sie ja so ein Bild, dass es vor allen Dingen die bürgerlich-Mitte-Links-Regierung waren oder bürgerlich-Mitte-Links-Kräfte weltweit, die sozusagen nach einem Begründungskontext für Intervention gesucht haben. Da ist auch eigentlich schon eine Frage an mich. Ich sollte jetzt keine Frage stellen, das solltest du tun, aber ich stelle jetzt mal einfach eine Frage. Also ich selbst hätte das vorher aus dem Bauch heraus gesagt, anhand Ihrer Studie würde ich jetzt eigentlich noch stärker sagen, ist dieses R2P eigentlich nichts anderes als ein Propagandainstrument? Also sozusagen für die liberalen Mitte, Links, wie auch immer wir sie nennen wollen, sozialdemokratische Internationale oder so, ist das sozusagen einfach nur ein Propagandainstrument, um militärische Interventionen in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Vorher war es ja die humanitäre Intervention, dann haben irgendwann alle kapiert, dass sich mit der Bundeswehr keine Mädchenschulen bauen lassen, so, und den Frauen in Afghanistan mit der Bundeswehr nicht geholfen wird, und dann wurde sozusagen als neues Propagandamittel dieses R2P aus der Tasche gezogen. Oder bin ich dazu streng? Also ist das eventuell doch tatsächlich auch ernsthafter gemeint gewesen, aber aus der ganzen Studie lese ich so ein bisschen raus, das ging eigentlich hauptsächlich um eine Rechtfertigung in Kreisen links der Mitte. Und meine letzte Frage dazu, weil Sie auch von Spoilern des Konzepts redet, was sagen eigentlich die Konservativen dazu? Also sind die Konservativen vielleicht auch Spoiler, weil die viel knallhärter eigentlich sagen, es geht um Interessen und dieses ganze humanitäre Gequatsch interessiert uns gar nichts? Oder nehmen Konservative, da rede ich jetzt nicht nur über Deutschland, die deutsche CDU ist ja auch eher sozialdemokratisch, aber international. Also wie sehen die das Konzept? Also es waren ja zwei Fragen. Das eine, R2P als Propaganda-Instrument. Also dass es so gebraucht wird, ist völlig klar. Aber es ist nicht nur das. Also es gibt schon eine Menge Leute, und dazu gehören auch viele Politiker, denen ich, also wie Heidi-Marie Wetscherek-Zoll, der ich das auch abnehme, dass sie das für richtig hält und das deswegen auch sehr emotional vertritt. Da habe ich auch schon erlebt. Aber es wird zu einem Propaganda-Instrument, sobald die Debatte anfängt, einfacher zu werden. Also sobald die Debatte im Bundestag losgeht und sobald dann einfache Entscheidungen zur Debatte gestellt werden, sozusagen. Basierend auf diesem ganzen intellektuellen Unterbau, und die Leute, die das formuliert haben, das waren ja alles keine dummen Menschen, das waren ja großartige Intellektuelle teilweise. Aber es hat sich so ein bisschen verselbstständigt und es bestimmt Debatten in unterschiedlichen Räumen ganz unterschiedlich. Also ich glaube, in der Wissenschaft würde ich sagen, da ist es natürlich kein Propaganda-Instrument, weil da wird natürlich über die Inhalte gestritten. Aber wenn es dann in die Medien geht, dann werden auch diese Wissenschaftler, die Bücher und Papers darüber schreiben, ganz ziseliert und auch sehr genau und intellektuell und auch, also wirklich tolle Papiere schreiben. Dieselben Leute schreiben dann Artikel in der New York Times, die sich ganz anders lesen. Und wo dann sozusagen die politische Argumentation so einfach wird, dass man eigentlich nicht mehr von Argumentation sprechen kann. So, deshalb, ja, natürlich, jede politische Idee kann man zur Propaganda gehen oder missbrauchen, je nachdem, was man davon hält. Konservative Kräfte, die mögen das Konzept gar nicht. So, also das kann man am schönsten, also es ist natürlich immer so ein Problem, was ist eigentlich konservativ, ne, die US-Republikaner oder jetzt die CSU, das weiß ich auch nicht so genau. Also, was ich kenne, ist die Debatte in den USA, und da ist es eindeutig so, dass die konservative Rechte, also dann sogar noch da, der extremere Flügel, die hassen dieses Konzept heiß und innig.
Ganz einfach deswegen, weil wir haben ja festgestellt, dass die R2P stellt ja Ansprüche an die Staatengemeinschaft, und die Staatengemeinschaft in dem Fall heißt dann ganz oft die USA, weil die einzigen sind, die solche Einsätze auch durchführen könnten, oder die müssen die immer unterstützen sozusagen. Und alles, was aus dem internationalen Raum an Ansprüchen an die USA oder ihre Außenpolitik herangetragen wird, wird komplett abgelehnt. Sondern die USA, also aus deren Sicht sollte die US-Außenpolitik interessengeleitet sein und sich nicht an irgendwelchen völkerrechtlichen Standards, also noch nicht mal völkerrechtlichen Standards orientieren und schon gar nicht an irgendwelchen komischen normativen sozialdemokratischen Konzepten natürlich. Also es gibt großartige Papiere der Heritage Foundation zum Beispiel zu dem Thema, und die zerreißen das komplett in der Luft. So viel vielleicht ganz kurz nur zu den zwei Fragen. Herr Rudolf, sehen Sie das auch, dass R2P hauptsächlich ein Propagandainstrument ist? Nein, aber ich dachte, jedes Konzept kann vielfältig genutzt werden, aber ich glaube, am Anfang stand tatsächlich eine sehr menschenrechtlich begründete Position, vielleicht ein Schuldgefühl. Ich habe Ruanda erwähnt, Kofi Annan, auf dessen sozusagen bitte hin die kanadische Regierung die Kommission ins Leben gerufen hat, war, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zur Zeit von Ruanda in den Vereinten Nationen für Fragen des Peacekeeping zuständig, und er hat das sicherlich auch als persönliches Versagen, nicht nur als Versagen der Vereinten Nationen, als Versagen der USA, als Versagen Frankreichs wahrgenommen, dass dieser Völkermord nicht gestoppt, unterbunden werden könnte. Insofern denke ich, Ruanda, ganz persönliche Schuldgefühle von vielen, auch in der amerikanischen Debatte, das darf man nicht vergessen, die waren als manche, die heute dafür sind, Atrocity Prevention, Verhinderung von Gräueltaten, jetzt unter Obama in der Regierung sind, waren in ihren jungen Tagen, sozusagen 90er Jahre, auch schon in der Administration, haben das sozusagen als kollektive Schuld mitgenommen, damals nichts getan zu haben. Insofern, Menschen sind sozusagen moralisch handelnde Subjekte, und ich würde das ernst nehmen, was aus solchen Konzepten später wird in der machtpolitischen Auseinandersetzung. Das wissen wir alle, dass am Ende sozusagen machtpolitische Kalküle zählen, aber trotzdem Theorie, Praxis, einer meiner Lieblingssprüche stammt von dem emigrierten deutschen Sozialpsychologen Kurt Lewin: Nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Insofern, gerade was die deutsche Debatte angeht, und da wirken sozusagen, da ja, schreibe ich ja, oder ist das Institut, für das ich arbeite, da geht es sicherlich darum, da ein bisschen Rationalität und auch ein bisschen andere Perspektiven in eine aufgeladene Debatte zu bringen. Aber ich würde es nicht als Propagandainstrument sehen, weil wenn es das wäre, gerade die Rechten in den USA sind so entschieden dagegen, gerade diejenigen, die eher sozusagen aus machtpolitischem Kalkül intervenieren, die würden sozusagen dieses Konzept nie als Legitimation benutzen wollen. Das ist tatsächlich ein liberales, sozialliberales, eher ja, progressives, wenn man amerikanische Begriffe nimmt, Konzept. Aber wie gesagt, wir brauchen, denke ich, diese Debatte nicht nur über Schutzverantwortung, aber generell Intervention. Ich habe, wie gesagt, wenn Sie nicht prinzipiell ein prinzipieller Pazifist sind, müssen Sie darüber nachdenken, wann es gerechtfertigt sein könnte. Und dann sind wir bei einer Debatte über Kriterien und Prinzipien. Und ich denke, die brauchen wir nicht nur im Hinblick auf Schutzverantwortung, die brauchen wir auch im Hinblick auf die gesamte Debatte über Militärintervention. Und da können wir uns nicht auf rein legalistische Positionen oder rein machtpolitische, und da muss man wirklich auch sich öffnen vielleicht für eine ethische Debatte, die in der Tradition sozusagen, die es da gibt, sehr differenziert angelegt ist. Und ich denke, gerade solche ethische Argumentationen können eine kritische Funktion gegenüber machtpolitischen oder Propaganda-Instrumenten haben, wenn man sie recht versteht. Gut, ich fasse zusammen. Wir müssen eine moralische Debatte über Schutzverantwortung führen, viel mehr, als wir vielleicht vorher gedacht haben. Wir müssen die Instrumente bedenken, die man benutzen könnte, sozusagen neben der Diplomatie haben wir noch über nicht viel gesprochen, was da sein könnte, was stärker ein Mechanismus ist. Habt ihr da noch zu Ansätze, Wolfgang oder Jan? Ja, wie gesagt, das kommt immer auf den Konflikt an. Anderes aktuelles Beispiel ist doch der Südsudan. Das ist so, dass wir mit einigen Leuten dort waren, ein paar Monate bevor der Südsudan entstand. Damals war die Debatte, oh Gott, gibt es denn Krieg zwischen Nord und Süd? Und wir kamen zurück von der Reise, und uns war klar, oder es war die Vermutung damals, die sehr naheliegende Vermutung,
das geht nicht um Nord-Süd. Das geht in erster Linie darum, ob innerhalb des Südens das Land sich nicht zerlegt, ob da nicht ein Bürgerkrieg ausbricht. Und da haben wir aufgeschrieben, wir haben konkrete Vorschläge gemacht, weil viele von diesen Konflikten dort im Süden hatten auch damit zu tun, mit lokalen Konflikten, also zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das sind natürlich auch Machtinteressen dahinter immer gewesen. Das ist jetzt nicht rein ethnisch oder so, aber wir haben dort damals im Südsudan verschiedene Projekte besucht der zivilen Krisenprävention, die uns exakt geschildert haben, wie sie das in der Dorfsituation machen, also wirklich Konflikte, die drohten, aus dem Ruder zu laufen und da in dem Moment alle dort ihre Sturmgewehre hatten aus dem Bürgerkrieg. Noch jeder Haushalt hatte seine Kalaschnikow oder was auch immer oder sein deutsches G3 dort unter dem Bett, drohten halt Konflikte, die gewalttätig zu werden, drohten dann gleich massiv, also auch in ganz viele Tote zu münden, weil das eben so schwer bewaffnet war. Und da haben wir uns Projekte angeschaut, wie das eben zivil dann auch jedes Mal wieder mediiert und gelöst werden konnte. Wir haben vor Ort dann auch gelernt, dass die deutsche Bundesregierung dort 5 solcher Mediatoren im Einsatz hatte, Fachleute für den zivilen Friedensdienst, die in dem Moment gerade abgezogen wurden, weil zu teuer, Sudan, Südsudan natürlich auch extrem teuer. Trotzdem wurden die 5 abgezogen und das in der Situation war völlig klar, wir brauchen jetzt nicht nur 5, wir brauchen 500 davon. Die hätten mit Sicherheit ganz viel von dem, was dann im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr dort an Morden passiert ist und an Übergriffen und Massakern, hätten die konkret verhindern können. In dieser einen speziellen Situation im Südsudan. Wir können uns jetzt wahrscheinlich Libyen anschauen, da wäre was völlig anderes notwendig gewesen. Aber das meine ich damit. Wir haben einen ganzen Satzbaukasten an Werkzeugen, an Tools, die man einsetzen kann. Und beim Südsudan bin ich nicht mehr sicher, wenn wir damals genau das getan hätten. Das ganze Geld, was in die Bundeswehr reinging, in zivilen Friedensdienst und dann nicht 5 und nicht 500, sondern meinetwegen auch 1000, dann hätte man sehr, sehr, sehr viel verhindern können, viele Menschenleben retten können. Und da ist das ist auch gar nicht eine Frage von Vorhersage, was Sie gesagt haben, Herr Rudolph, das ist natürlich immer schwierig, da gibt es irgendwie alle möglichen Institute, die sich da schwer mit tun, solche Vorhersagen zu machen. Da war das sowas von deutlich absehbar. Es ist genauso gekommen, wie alle, die sich damit auskannten, auch damals gesagt haben, da hätte man was tun können. Aber wie gesagt, welches Tool wann, ist immer die ganz große Frage. Aber zivile Krisenprävention, dafür brauche ich kein R2P-Konzept, da ist R2P eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. Also insofern gibt es da, glaube ich, sehr viel, was man tun könnte. Ich hänge noch so ein bisschen an der Libyen-Frage. Ich erinnere mich daran, Jan, du bist auch dabei gewesen, wie die Kanzlerin damals im Auswärtigen Ausschuss über Libyen gesprochen hat. Und sie hat eigentlich genau diese moralische Argumentation ja aufgenommen, ne, und hat gesagt, ja, ich stehe hier abends und meine 3 wichtigsten Verbündeten, USA, Frankreich, Großbritannien, sagen, wir müssen jetzt heute Nacht irgendwie intervenieren. Und ich denke, ich bin aber die Kanzlerin dieses Landes und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was in Libyen los ist. Und wenn ich jetzt sage, wir müssen da jetzt hin, dann gefährde ich meine eigenen Soldaten und stürze mein Land in einen weiteren Krieg. Sie hat dann in meiner Erinnerung zumindest auch noch gesagt, in Irak wollte ich damals mitgehen, heute bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, wie wir aus Afghanistan rauskommen. Gut wird es nicht sein. Ne? So. Das bringt mich zu 2 Fragen nochmal. A, das war ja eine ungewöhnliche und sehr umstrittene Entscheidung damals mit Libyen, aber sie war möglich. Also wo man sich fragt, ist das eine Art von einem Ansatz von einer moralischen Debatte, wie man sie vielleicht stärker führen sollte, ehrlicher führen sollte? Weil es ist ja auch im Nachhinein nichts so umstritten gewesen wie die Nichtbeteiligung Deutschlands am Libyen-Einsatz. Also eigentlich egal, wo man hinkommt in die Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt oder wo auch immer man irgendwie ist, wird immer gesagt, ja, damit haben wir es uns auf Jahre mit all unseren Partnerinnen und Partnern verdorben und das ist das Schlimmste, was passiert ist. Also da herrscht ja eher, habe ich das Gefühl, im Nachhinein der Diskurs, das ist damals ein Fehler gewesen. Wir haben das natürlich nicht so wahrgenommen, sondern fanden das eine mutige Entscheidung. Und die zweite Frage, die ja auch nochmal da drin steckt, ist die Frage nach der moralischen Debatte über sozusagen die ganze dritte Komponente und die Wiederaufbaufrage. Ne? Also wenn wir jetzt die Trümmerfelder Irak und Afghanistan anschauen, die wir da hinterlassen, dann finde ich doch, dass es eigentlich überhaupt keine moralische Debatte dazu gibt, ne? Die da geführt wird. Und gibt es eine Chance, diese zu führen und sich dieser zu nähern? Ich weiß nicht, Herr Rudolph? Ja, ich würde gerne nochmal auf die andere Frage. Ich bin auch zivile Krisenprävention. Ich würde da durchaus Blauhelme, Friedenstruppen mit einbeziehen. Das ist zwar Militär, mag jetzt den einen oder anderen provozieren, aber es gibt Untersuchungen,
die zeigen, dass klassisches Peacekeeping vielleicht in einer bisschen robusteren Variante, aber im Prinzip sozusagen eine Präsenz von UN-Soldaten, Blauhelmen in ein Bürgerkriegsgebiet oder nach der Regelung eines Bürgerkrieges sozusagen stabilisierend ist, solange sie da sind. Man kann sagen, das dauert ewig, aber sie haben eine gewisse stabilisierende Funktion. Insofern gehört das auch dazu. Wären damals in Ruanda die Peacekeeper, die ja da waren, nicht abgezogen worden oder in der Zahl gewaltig reduziert, sondern aufgestockt worden, hätten vielleicht sozusagen ein anderes Mandat bekommen, dass sie Zivilisten vor Milizen schützen könnten, wäre das Ganze wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Also auch selbst eine begrenzte Zahl von Peacekeepern, Friedenstruppen, Blauhelmen mit oder ohne robustes Mandat kann stabilisieren und krisenpräventiv wirken. Insofern würde ich nicht ganz sozusagen die zivile Krisenprävention nicht allein auf wirklich nicht militärische Mittel, auch solche klassischen Mittel, wie sie im Rahmen der Vereinten Nationen entwickelt sind durchaus konfliktpräventiv, weil wir ja wissen, in der Regel kann man damit rechnen, haben Sie recht, prognostizieren, dass Bürgerkriege eher wieder aufbrechen in Ländern, die vorher schon einen Bürgerkrieg hatten. Da ist die Frage, wie man das sozusagen im Zaune hält, Machtteilungsarrangements, Peacekeeper und das. Die Frage Libyen, das ist eine Debatte, die war natürlich in Deutschland, die wird im Nachhinein wurde die sehr aufgeladen geführt. Das ist natürlich auch politisch zum Teil instrumentalisiert. Wir haben uns nicht unbedingt sozusagen den Verbündeten entfremdet. Die USA unter Obama wussten bis zuletzt nicht, wie sie entscheiden werden. Das war völlig offen, das war sozusagen aus der Not geboren, eine Einschätzung, dass in Benghazi tatsächlich ein Massaker vorsteht. Andere haben das nicht so gesehen, aber das, zumindest in dem Gespräch mit Amerikanern, ich habe da nie sozusagen irgendwie ein Ressentiment gegenüber Deutschland oder der deutschen Entscheidung groß gehört. Man darf natürlich nicht vergessen, innerhalb der NATO ist es für Deutschland, das ist sozusagen für jeden, der da sozusagen aktiv ist, mit zu spüren, ist es natürlich unheimlich schwierig, sich sozusagen dem Konsensdruck zu entziehen. Insofern ist so eine Entscheidung immer schwierig. Die Leute dann vor Ort, die werden natürlich bearbeitet auch. Und das ist schwierig. Und natürlich in diesem Fall war es, das ist das Problem bei Intervention, es war ja sozusagen eine, wie man es nennt, eine präventive. Man hat erwartet, dass der Massaker beginnt. Es war ja sozusagen nicht klar, dass es war eine Bürgerkriegssituation und die Frage ist, was zu erwarten gewesen wäre. Und es gibt selbst glühende Befürworter humanitärer Intervention, die gesagt haben, nein, das war kein Fall, das war ein klassischer Bürgerkrieg. Es hätte Opfer bedeutet, man hätte vielleicht den Kämpfern helfen sollen, aus Benghazi zu entkommen. Aber das Ganze, was gelaufen ist, war völlig falsch. Das hätte sozusagen anders gehen können. Also Libyen ist sicherlich ein Fall, der extrem problematisch war. Und die Schutzverantwortung, das darf man nicht vergessen, wurde im politischen Diskurs immer benutzt, aber nicht in der Resolution der Vereinten Nationen. Da wurde nur auf die Schutzverantwortung der libyschen Regierung Bezug genommen, aber nicht auf die Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft. Das führt dazu, dass nämlich keiner der großen Mächte will sich natürlich binden lassen durch die Schutzverantwortung, sondern frei entscheiden. Wolltest du dazu noch, Jan? Oder Wolfgang? Nee? Gut, dann würde ich sagen, ich öffne jetzt den Floor für das Publikum, sagt man nicht. Aber da ist die erste Frage. Till bekommt ein Mikrofon. Ja, danke, Stäbe von Ärzte ohne Grenzen. Also ich stimme Ihnen zu, ne, der Ursprung war ja Ruanda, komplettes Versagen der gesamten Weltgemeinschaft. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, von der Politik zu sagen, das sei alles theoretisch, was da besprochen wurde. Wenn Sie die deutsche Machtpolitik angucken oder auch die weltweite, dann stimmt das. Wir haben ja einen Konflikt noch gar nicht angeguckt. Ne? Also wenn wir jetzt aktuelle humanitäre Krisenherde angucken, Syrien, Zentralafrikanische Republik, die noch nicht genannt wurde, und eben Südsudan, wo wir sehen, diese Konflikte eskalieren jeden Tag weiter. Die Politik versagt, auch das Militär versagt. Wir sind ja weder politisch noch, aber wir sind sehr pragmatisch als Organisation. Die Frage, die wir uns stellen, hat es irgendwo mal geholfen? Wir sehen es nicht in all den Krisensituationen, wo wir sind. Was ich so gehört habe aus der Diskussion, Sie sehen es auch nicht, dass es irgendwo einen Erfolgsfall gibt, seit es initiiert wurde.
Aber eben die Frage, gibt es irgendein Beispiel in der aktuellen Weltpolitik, wo IRP irgendwo tatsächlich geholfen hat, wo es einen Konflikt abgemildert hat, gar befriedet hat, wo es der Zivilbevölkerung mehr Nutzen als Schaden zugefügt hat? Das wäre meine Frage. Die wenigsten Interventionen werden ja sozusagen offiziell mit R2P begründet, aber es gibt sicherlich, ohne dass ich mich jetzt im Einzelnen ja auskenne, eine Intervention vor über 10 Jahren, 2001 war es glaube ich in Sierra Leone von Großbritannien, wo der Bürgerkrieg und nachher anschließend Peacekeeping-Truppen befriedet wurde. Also das wird sicherlich immer als Erfolgsfall einer militärischen Intervention hingestellt, aber ich kann jetzt im Einzelnen dazu sozusagen nichts sagen. Das war eine sehr begrenzte, damals unter Blair, eine sehr begrenzte Intervention. Gilt als Erfolgsfall, müsste man sozusagen genauer hingucken und vielleicht weiß mein Kollege mehr Bescheid. Ja. Nö. Achso. Nee, Sierra Leone kenne ich gar nicht konkret, kann ich gar nichts zu sagen. Aber im Grunde genommen ist das auch unsere Position, dass der Einsatz von dem Militär nicht funktioniert, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass es dauerfristig eher eben zur Eskalation führt. Das andere ist aber, dass wir immer wieder Situationen sehen, wo argumentiert wird mit dem Schutz von Zivilisten. Dann wird auch mit UN-Mandat, mit Robustmandat, also unter Kapitel 7, auch viele Soldaten hingeschickt. Und wenn es dann zur Eskalation kommt, können die genau gar nichts tun. Praktisches Beispiel ist Sudan, also Südsudan. Das, was wir da gesehen haben, was es denn plötzlich an Gemetzel und Massaker gab, da gibt es eine UN-Mission, mehrere tausend bewaffnete, mit robustem Mandat ausgestattete Soldaten, und die haben sich eben nicht auf der Straße gezeigt in dem Moment. Sie konnten die Zivilisten in dem Moment nicht retten. Muss man sich ja nur ganz praktisch vorstellen, wenn ich in Juba an der Kreuzung stehe und da wird geschossen oder gemetzelt, da weiß auch die UNO in dem Moment nicht, wer ist da eigentlich wer, wem schütze ich da eigentlich vor wem, weil zivil sind sie alle sozusagen. Das heißt, auch die UNO-Militärs, die anders als in Ruanda jetzt das robuste Mandat haben, die auch viele sind, die auch entsprechend bewaffnet sind, können konkret nichts machen. Das ist sozusagen das eine. Das andere eben die Folgenverantwortung. Das heißt, den Sierra Leone-Fall kenne ich nicht ganz konkret, aber in allen Fällen, die wir uns genauer angeguckt haben, ist es hinterher dramatischer als vorher. Da Sie genau, nur weil Sie noch gesagt haben, Sie verstehen nicht, dass ich sage, das ist alles Theorie. Das war vielleicht ein bisschen Missverständnis. Ich finde das extrem kluge Gedanken. Nur sie spielen am Ende in der praktischen, politischen Entscheidung überhaupt keine Rolle. Realität, ne? dass die Weltpolitik da die Augen verschließt und dass diese Konflikte, und das muss man ja auch sagen, ja, das politische Versagen in diesen drei genannten Konflikten, oder man kann ja die noch dazu nehmen, die Sie auch nennen, das ist dramatisch. Ja? Und da sind Sie natürlich als Politiker auch aufgerufen, mehr zu tun. Ne? Also dass Syrien nicht befriedet werden kann, weil zwei Sicherheitsmächte da ihr Veto aufrechterhalten, ja? Das ist heute nicht mehr akzeptabel, ganz klar. Nochmal, ich meine zum Beispiel, wir können uns jetzt hier theoretisch extrem lange über sinnvolle Kriterien unterhalten. Wann ist es richtig, wann ist es falsch? Das ist eine Debatte, die finde ich wahrscheinlich auch sehr spannend, die ich auch sehr gerne führe. Und dann haben wir einen extrem detaillierten Kriterienkatalog. Der ist aber für die politische Entscheidung am Ende vollkommen egal. Weil im Sicherheitsrat wird aus purem Machtinteresse entschieden, und das ist völlig egal, wie gut unsere Kriterien sind. Das meine ich. Das ist alles graue Theorie. Am Ende sind es ganz andere Sachen, die entscheidend sind. Das meine ich mit diesem Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Man muss eben einfach real sehen, das haben Sie ja auch gesagt, es gibt sehr viele Kräfte, die ist Atopie, die finden, das ist nicht nur egal, sie finden es auch falsch, weil sie sich nicht binden lassen wollen, sondern entscheiden ganz banal nach nationalen Machtinteressen, und dann sagen sie ja oder nein zu einer Intervention, und da können wir uns 1000 Jahre über Atopie-Kriterien unterhalten. Das ist vollkommen banane. Ja, dazu wollte ich dann doch noch mal kurz was sagen. Also ich halte das für überhaupt gar nicht egal, und da würde ich auch ganz dezidiert widersprechen. Also Ich stimme damit überein, dass natürlich die Entscheidung getroffen wird aufgrund ganz harter Tatsachen, die irgendwie interessensgeleitet von, was in jeder Situation anders begründbar sind. Aber in der Vermittlung der Entscheidung, da spielt die Theorie, die moralische Frage, die mit R2P verknüpft ist und so weiter, eine ganz massive Rolle. Und das ist ja auch ein Teil von Politik. Es geht ja nicht nur darum, dass irgendwelche Bürokraten in irgendeinem Räumchen sitzen und sich überlegen, was ist jetzt das Beste für Deutschland, für meine Regierung, für wen auch immer. Sondern es geht natürlich schon darum, wie kann ich das nachher auch einer Bevölkerung verkaufen, die, also zum Beispiel im Moment grundsätzlich ja eher gegen
militärisches Engagement Deutschlands eingestellt zu sein scheint. Und da muss ich Argumente liefern und die Argumente dafür, die liefert dieses Konzept. Und die liefert dieses Konzept auch, weil es eben eine internationale Anerkennung davon gibt. Jetzt keine universelle, aber immerhin doch. Die wesentlichen Länder scheinen das irgendwie mitzutragen auf eine Art und Weise. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe es immer noch vor mir, wie hieß er, Paul da vor dem Sicherheitsrat sitzt und seine Diashow abzieht, um den Einsatz im Irak zu legitimieren. Das hätten die ja nicht nötig gehabt. Und sie wussten ja irgendwie auch, wie es ausgehen wird, dass es nichts bringt. Aber sie mussten es trotzdem tun. Sonst hätten sie sich diese Blöße ja nie gegeben, die da entsteht. Und so genauso geht es auch der Merkel und so genauso geht es unserem Außenminister. Man braucht diese moralische Begründung dafür. Und das ist das, und die Rolle spielt dieses Konzept ganz massiv. Und da würde ich dann auch sagen, ja, also da würde ich so ein bisschen drüber das Problem damit ist so, wo hat es denn tatsächlich mal sozusagen zu einer positiven Auswirkung geführt? Weil diese moralische Begründung da war, irgendwie interveniert und es gab und nachher war die Situation besser? Da würde mir jetzt auch nichts einfallen, also dieses Beispiel mit Sierra Leone kannte ich nicht, aber müsste man sich vielleicht wirklich nochmal angucken. Man kann wahrscheinlich mit großer Gewissheit sagen, es gibt nicht viele Beispiele dafür, weil sonst würden wir hier sitzen und sofort erzählen. Wenn es aber so ist, dass dieses Konzept im Prinzip bisher nur dazu geführt zu haben scheint, dass militärische Interventionen gerechtfertigt wurden, die aber nicht gerechtfertigt hätten werden dürfen, ja, welche Rolle hat denn dann dieses vielleicht moralische oder auch völkerrechtliche oder wie auch immer, welche Rolle spielt es denn dann? Und wenn ich mir dann überlege, dass die politische Entscheidung wirklich tatsächlich auf ganz anderen Grundlagen getroffen wird, dann kann dieses Konzept nachher wirklich nur noch die Rolle spielen, so eine Entscheidung zu verkaufen. Und dann frage ich mich, wozu ist es denn dann wirklich gut? Und ist dann die Moralisierung der Debatte nicht eher eine Verschleierung, als dass sie uns wirklich weiterhilft, eine Entscheidung zu treffen? So, das ist so ein bisschen die Denkweise, was wir uns dabei gedacht haben, ja, wozu ist es denn dann gut und ist es dann nicht nur hinderlich im Sinne von, da werden jetzt politische Entscheidungen falsch begründet oder sowas, das glaube ich auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer einen Militäreinsatz aufgrund dieser RTP-Geschichte hier beschließt. Aber wenn eben diese moralische Komponente dazu die zweifelsohne existiert, wenn die nur dazu da ist, sozusagen nachher die tatsächlichen Beweggründe zu verschleiern, dann bin ich mir nicht sicher, dass diese Art von moralisch-ethischer Debatte wirklich uns weiterbringt. Glaubensfrage. Ich glaube durchaus an moralischen Fortschritt, auch wenn viele Dinge missbraucht werden. Ich denke, diese Debatte hat sozusagen, nennen wir es mal die normative Struktur internationaler Politik, sehr akademisch gesprochen, verändert. Nur so als Gedankenexperiment, als, ich glaube, es war das 76, 77, 78 oder 79, egal. Damals Vietnam in Kambodscha einmarschiert ist, hat das, ich glaube 79 war es, das Regime der Roten Khmer, Völkermord in Kambodscha, nicht aus humanitären Motiven, aber sozusagen die Konsequenz war, dass dieses Regime, dieses Massenmörderregime gestürzt wurde. Damals wurde Vietnam international verurteilt. Es war eine Aggression gegen einen souveränen Staat. Und die Roten Khmer konnten sich sozusagen international hinter dem Deckmantel der Souveränität verstecken. Vietnam war der Bösewicht. Lassen wir die Motive mal beiseite. Heute würde Vietnam sich auf die Schutzverantwortung berufen als Nachbarstaat, eine besondere Verantwortung, würde sozusagen so eine Intervention legitimieren. Die internationale Gemeinschaft hätte eine ganz andere Auffassung dazu. Souveränität wird anders gesehen. Also wenn Sie das sozusagen diese 40 Jahre oder knapp 40 Jahre zurückblicken, es hat sich was geändert. Damals war sozusagen die Diskussion eine andere. Da konnte sozusagen ein massenmörderisches Regime sich hinter dem Deckmantel der Souveränität verstecken, das geht nicht mehr. Und wir mögen jetzt sagen, ich fordere eine ethisch differenziertere Diskussion ein oder sozusagen versuche mit den begrenzten Mitteln sie sozusagen ein bisschen zu promoten. Aber das ist eine Veränderung, das dürfen wir nicht vergessen. Also man muss sozusagen ein bisschen auch zurückblicken oder als Ostpakistan einmarschiert, das 1971 Bürgerkrieg, Hunderttausende von Toten, Massenmorde. Indien hat das auch unterbunden. Heute würde das alles als unter dem Deckmantel der Souveränität sozusagen, könnte auch ein pakistanisches Regime nicht mehr sozusagen sich verstecken. Also
ist die Entwicklung gut oder schlecht? Ich würde sagen, im Prinzip gut, mit allen Problemen, die es gibt. Ich würde gerne aus einem Grund widersprechen, Herr Rudolf. Sie haben völlig recht, die Entwicklung ist viel weitergegangen. Aber wenn es heute den gleichen Antikommunismus geben würde wie 1979, wenn es den gleichen Antagonismus geben würde, ne, zwischen Ost und West, und Vietnam ist im Westen böse gewesen, einfach böse gewesen, dann wären Sie auch, trotz Utopie und trotz 40 Jahre weitergegangener Debatte, wäre Vietnam trotzdem verurteilt worden, weil das war einfach ein Machtspiel im Kalten Kriege, und da hätte Vietnam niemals gut sein können im Westen. Die hätten schon Gründe gefunden und Argumente und so, trotz Utopie und trotz allem. Also deswegen, das meine ich, am Ende siegt das Machtinteresse über das Konzept. Das ist, glaube ich, das ganz zentrale Problem, was wir sehen müssen. So, und jetzt ist Oschi dran. Oder Till, hat da hinten noch jemand anders? Danke. Oschi, du bist ganz sicher danach dran, Till. Genau, jetzt erst. Lena Kiesewetter vom ESPMA-Institut. Erstmal vielen Dank für Ihre sehr differenzierten Ausführungen heute. Zu den Fällen, in denen es Erfolge gibt, es fällt schwer, welche zu suchen, aber die Einleitung fing ja damit schon an, dass Libyen eigentlich der einzige Fall ist, in dem groß gesagt wurde, das war jetzt ein Schutzverantwortungsfall. Was ist denn mit Bosnien? Ich frage mich, ob Bosnien nicht vielleicht einer der Fälle ist, in dem man sagen kann, hier ist, hat man nach viel zu langem Zögern überzeugter eingegriffen und dann genau das, was Sie betont haben, die Folgeverantwortung auch gehabt. Man ist über 20 Jahre mittlerweile in Bosnien, hat dort für einen Aufbau gesorgt, hat leider eine relativ nutzlose Verfassung erstellt, aber hat das Land in einem friedlichen Zustand, in dem die Leute zwar nach wie vor an einigen Punkten im Konflikt miteinander sind, aber größtenteils friedlich miteinander zusammenleben. Könnte man das, auch wenn es damals noch nicht so genannt war, nicht vielleicht als einen Erfolg verstehen? Und verzeihen Sie, wenn ich damit quasi einen Fall nenne, der nicht Schutzverantwortung genannt wurde. Es fällt in der Diskussion, um das Konzept oder die Idee in Misskredit zu bringen, immer wieder Irak und Afghanistan. Und keiner dieser beiden Fälle ist in irgendeiner Form mit Schutzverantwortung übereinzubringen. Herr Obenland, ich hoffe, Sie kommen jetzt nicht wieder, dass ich irgendwie mit Definitionen oder so mich ausflüchte, aber ich glaube noch, das Thema Last Resort ist heute gar nicht zur Geltung gekommen, weil es hieß von vielen Seiten, die Schutzverantwortung ist zu militärisch, wird zu sehr auf das verkürzt. Überall, wo wirklich in Konzepten die Schutzverantwortung ausformuliert worden ist, steht ganz groß drin, dass das Militär das Last Resort, der letzte Ausweg ist. Und da, auch da, sicher wie Herr von Aken gesagt hat, das ist eine ganz ähnliche Liste, gibt es viele Punkte, was vorher passieren muss, wie zivile Krisenprävention, wie Diplomatie. Aber was machen wir, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wenn das Morden schon begonnen hat, wenn wir auch sagen, wir können ohne militärischen Schutz keine zivilen Krisenhelfer mehr in das Land schicken? Das würde mich interessieren. Mit Blick auf die Zeit bitte ich, die Frage von Maria Oshana hier vorne anzuschließen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Also das wären anderthalb Fragen. Also einmal würde ich gerne kurz vielleicht Ihre Frage ergänzen, weil das ja tatsächlich eine Frage ist, die in der Praxis, also in der politischen Praxis tatsächlich häufig gestellt wird. Was macht man, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist? Das wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren noch die Frage sein. Und gleichzeitig aber auch natürlich eine kategorische Aufforderung zur Militärintervention, weil alternativlos. Also das ist ja das Problem, was wir immer sehen. Es wird sozusagen als alternativlos dargestellt. Gewalt ist eskaliert. Die Frage der Masse, also was ist massenhafte Gewalt, die ist ja auch unbeantwortet. Da finde ich, sollte man tatsächlich über Prävention stärker nachdenken. Was wäre denn, wenn man sozusagen das Last Resort gar nicht erst in Erwägung zieht? Welche Optionen hätte man dann? Meine eigentliche Frage ist die nochmal nach der UNO. Also ursprünglich ein Grund auch oder ein Wunsch von Kofi Annan war, glaube ich, auch die von ihm befürchtete Schwächung der UN aufzuhalten. Er hatte ja auch durch Ruanda befürchtet, dass die UN geschwächt würde und zunehmend unilaterale Militärinterventionen sich etablieren könnten. Die von der kanadischen Regierung eingesetzte ICISS hatte ja auch den Anspruch, sozusagen dieses Konzept als Stärkung der UN zu etablieren. Also der UN-Sicherheitsrat sollte sozusagen Handlungsanweisungen bekommen,
um Entscheidungen zu treffen. Wir sagen auch immer, der UN-Sicherheitsrat ist blockiert, wenn er eine bestimmte Entscheidung nicht trifft. In der Regel sind Resolutionen gemeint, die nach Kapitel 7 gefällt werden. Und wir haben, meine Vermutung ist, dass sozusagen dieses Anliegen komplett gescheitert ist. Also das Konzept und auch das, was letztlich von der Generalversammlung verabschiedet wurde, hat ja bisher überhaupt gar keinen Einfluss auf die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates gehabt. Obwohl sowohl bei Libyen als auch bei der Elfenbeinküste ja auf RTP verwiesen wurde, kann man sagen, bei Syrien könnte man genauso argumentieren, auch da hätte mit Verweis auf RTP eine entsprechende Entscheidung gefallen, gefällt werden können, ist aber nicht passiert. So, deswegen wäre meine Frage eigentlich, taugt das Konzept oder irgendein Element dieses Konzepts dafür, die UN zu stärken? Und wie könnten denn die Vereinten Nationen tatsächlich als die Organisation gestärkt werden, die Konflikte versucht, frühzeitig zu befrieden oder konfliktentschärfende Maßnahmen umzusetzen, oder haben wir das Problem, dass die UN tatsächlich leider auch schon so militarisiert ist, dass am Ende fast alles, was irgendwie international oder im Rahmen der UN noch passiert, eigentlich durch den UN-Sicherheitsrat entschieden wird und nicht mehr durch die vielen zivilen Gremien, die es ja in der UN auch gibt? Achso, wollen wir noch ein? Okay, wir schließen die Florian Höllen die Frage noch an und machen dann eine Runde, wenn es in Ordnung ist. Ja, ich fand die ganz interessant, dass oft von der internationalen Gemeinschaft gesprochen wurde, aber nicht konkretisiert wurde, wer das denn nun ist. Ich selbst jetzt kenne keine internationale Gemeinschaft, ich kenne die Vereinten Nationen. Wenn die gemeint sind, dann sollte man es, glaube ich, auch so konkret benennen und dann auch, wer nun da genau, also die Vollversammlung, der Sicherheitsrat, wer auch immer. Ansonsten kenne ich noch militärische Machtblöcke. Ich habe den Eindruck, dass sich da hinter dieser internationalen Gemeinschaft oder auch hinter dem Mann, was zum Beispiel auch von der Kollegin vom Aspen-Institut benutzt wurde, sich eigentlich ganz verschiedene Interessen irgendwie artikulieren, aber nicht genau klar ist, welche nun. Deshalb würde ich, und der Eindruck entsteht, es gäbe so eine Interessenhomogenität der internationalen Gemeinschaft von Mann, eine moralische ist Selbstverständnis eines guten Kollektivs, was irgendwie böse Outsider beiseite drängen müsse. Ich habe eher den Eindruck, dass es da durchaus eher so ist, dass es da Interessen gibt und die werden eben ideologisch verbrämt und dafür wird dann mal diese oder jene Ideologie zur Rechtfertigung genommen, was eher auch so in der Position von Herrn van Aken anklang. Ich habe eine Frage, ausgehend von der Beiträgen vom Kollegen von der SWP. Kann es sein, dass der Versuch, diese Vorstellung einer Schutzverantwortung als Rechtsprinzip zu etablieren, gescheitert ist? Vielleicht auch gerade an dem Vorbehalten zum Beispiel Chinas, die stark sagen Souveränität. Und man nun stattdessen sagt, okay, das ist ja vor allem eine moralische Begrifflichkeit und moralischer Zweck, um sich diese Niederlage nicht einzugestehen. Aber dem eigentlichen Zweck, nämlich der Rechtfertigung eines Militäreinsatzes gegenüber eines liberalen, bürgerlichen, sozialdemokratischen Spektrums der eigenen Bevölkerung, dennoch genau damit erreicht. Nur eben nicht mehr mit dem Bezug zum Recht, wodurch dann vielleicht insgesamt in der Konsequenz eine Schwächung von Völkerrecht insgesamt stattfindet und ersetzt wird durch nur moralische Normen, die unterschiedlich eben auch ausgelegt werden. Jetzt schaue ich mal. Wir haben jetzt noch eine Frage, die würde ich jetzt auch noch mit dazu nehmen, um dann euch allen nochmal die Möglichkeit zur Antwort zu geben. Ich möchte gleich nochmal. Ich möchte noch einmal auf die Gemeinschaft zu sprechen kommen. Es gab vor einigen Wochen Ausführungen von Altvorderen der SPD, Egon Bahr, in einer Diskussionsrunde mit Jugendlichen im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine. Er formuliert es so deutlich: In der internationalen Politik geht es nicht um Menschenrechte und um Demokratie, es geht immer um Interessen von Ländern und von Ländergruppen. Wenn man einer solchen Aussage folgt, heißt natürlich auch,
dass alle drei Bestandteile des Konzepts Prävention, Intervention, Nachsorge mit Aufbau immer mit Interessen von Ländern und Ländergruppen zu tun hat. Keine neutralen Möglichkeiten, keine Gemeinschaft wirksam wird, sondern immer Interessen von Ländern und Ländergruppen zu tun haben. Und deshalb bin ich der Meinung, dass alle Probleme, die im Zusammenhang mit dieser Konzeption realisierbar scheinen, immer unter dem Aspekt gesehen werden müssen, entspricht das immer auch den Interessen bestimmter Länder und Ländergruppen. Und nur damit lässt sich etwas zu erreichen. Ich würde gern Herrn Rudolf erst das Wort geben. Nicht zu lange. Natürlich internationale Gemeinschaft, ich habe immer gesagt, wer auch immer das ist eine Fiktion und dann ist sozusagen diese Debatte, die gibt es in der Theorie, wer hat sozusagen die Verantwortung? Ist es die Vereinten Nationen, sind es die mächtigen Staaten, hat Macht sozusagen, wer mehr Macht hat, hat er mehr Verantwortung, die Spider-Man-Theorie internationaler Politik, with great power comes great responsibility. Also die Frage, das ist eine sozusagen offene Debatte, aber es ist sozusagen eine Fiktion, aber konkretisiert sicherlich in den Vereinten Nationen. Was ist denn die Vereinten Nationen? Die Vereinten Nationen sind von ihrer Gründung her ein Großmächtekonzert, nichts anderes. Institutionalisiert im Sicherheitsrat. Also das ist ein Mächtekonzert halt in neuer Form und dann entscheidet das nach Interessen. Und das sollte man sozusagen die VN auch nicht idealisieren. Das ist ein Großmächtekonzert neuer Form und das funktioniert, wenn sozusagen es Interessenkonvergenzen, Interessenübereinstimmungen zwischen den großen Mächten gibt und dann vielleicht noch insgesamt zehn Staaten dann halt einer Resolution zustimmen im Sicherheitsrat. Also insofern bin ich da ganz, sehe ich das auch sicherlich sehr pragmatisch, nur zu den Interessen gehören manchmal auch Wertinteressen. Das sind nicht nur materielle Interessen. Ich denke, Staaten haben neben ökonomischen Sicherheitsinteressen immer auch zumindest residual gewisse Wertinteressen, die unter bestimmten Bedingungen zum sozusagen vielleicht auch Politik beeinflussen. Ich bin da vorsichtig. Was Recht angeht, ich bin nicht sicher, ob R2P jemals auf völkerrechtliche Kodifizierung gezielt hat. Das können Sie vielleicht was dazu sagen. Ich hatte nie den Eindruck, hatte sozusagen immer den Eindruck, es ging sozusagen um Bewusstseinsveränderung und eine rechtliche Kodifizierung von, wie hätte das aussehen sollen, da hätten sich sozusagen die Großmächte im Sicherheitsrat auf Interventionskriterien einigen müssen. Auch die wären wieder sozusagen interpretationsbedürftig gewesen. Also man sollte sozusagen vielleicht ein bisschen Abschied nehmen von der in Deutschland doch oftmals sozusagen hochgehaltenen Fiktion, dass Völkerrecht sei so klar, verbindlich. Das ist es eben nicht. Völkerrecht ist im Wesentlichen interpretationsbedürftig, ist politisches Recht, ist in der Weiterentwicklung. Manche würden sagen, es ist sowas wie weiches Recht. Aber es ist sozusagen entscheidend, ist sozusagen eine Staatenpraxis und eine Begründung und sozusagen, dass niemand widerspricht, dann kann sich Völkerrecht weiterentwickeln. Wenn jetzt sozusagen im Falle Libyens ganz klar Bezug auf R2P genommen wurde in der Resolution, kein Staat widersprochen hätte, könnte man argumentieren, hier ist sozusagen eine Weiterentwicklung des Gewohnheits-, des Völkergewohnheitsrechts zu verzeichnen. Aber das ist ein dynamischer Prozess und wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob R2P jemals auf diese Weiterentwicklung des Völkergewohnheitsrechts gezielt hat. Ich habe es nicht so verstanden und das heißt mir. Vielleicht ganz kurz zu ein paar Fragen. Also erstens Irak, dass das kein Fall für R2P war, ist oder überhaupt, darüber gibt es überhaupt keinen Streit. Das wird nur immer als Beispiel dafür angeführt, was eben bei militärischen Interventionen grundsätzlich schiefgehen kann. Aber ansonsten hat es mit der letzten Debatte nichts zu tun, das stimmt schon. Zu ein paar Punkten. Erstmal, ist R2P in der Lage, die UN in irgendeiner Art und Weise zu stärken? Da ist die Frage, was sind die UN? Wie Herr Rudolf ja schon gesagt hat. Also wäre es in der Lage, die Rolle der UN als Organisation, also das Sekretariat oder die Sonderorganisationen zu stärken? Da hätte ich meine Zweifel. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass, also nicht nur durch R2P, da spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, dass die UN immer mehr als, also nicht unbedingt als Konfliktpartei, aber eben doch als Partei in internationalen Beziehungen wahrgenommen wird, die eben nicht mehr ein neutrales Element der Staatenwelt ist.
Vielleicht war sie das auch noch nie, dazu bin ich noch nicht alt genug, aber da würde ich zumindest Fragezeichen setzen. Und das sieht man jetzt nicht nur in der Sicherheitspolitik, das kann man zum Beispiel auch in der Entwicklungspolitik im Moment sehr, sehr schön sehen, welche Rolle das Sekretariat in diesen ganzen Post-2015-SDG-Debatten spielt und, und. Also die UN mit ihrem Eigeninteresse als Organisation scheint sich gerade ganz schön zu verrennen, zumindest ist das meine Sicht auf die Dinge. Ja, also ob die ganze Geschichte jemals völkerrechtlich etabliert wird oder nicht, also ich kann es mir im Moment sowieso gar nicht vorstellen. Es war so gedacht, ja. Aber schon die Leute, die diesen ersten Bericht, diese kanadische Kommission, die diesen ersten Bericht geschrieben hat, die haben zwar geschrieben, das ist schon das Ziel davon, dass wir vielleicht eine Konvention oder irgendwas dazu kriegen. Die waren sich aber schon dessen bewusst, dass das wohl nicht durchsetzbar sein wird. Einfach weil dazu ja doch ein relativ großer Konsens in der Staatengemeinschaft erreicht werden müsste. Und die Interessenslage im Sicherheitsrat haben die auch schon relativ realistisch eingeschätzt und sind davon ausgegangen, dass das wohl nichts wird. Nichtsdestotrotz haben sie versucht, in die Richtung zu wirken. Im Moment scheint es mir so, dass durch Libyen, aber vielleicht sogar noch viel mehr durch die Ukraine jetzt, das ganze Thema zumindest erstmal, was die weitere Konkretisierung angeht, doch relativ vom Tisch ist. Aber da mag ich mich täuschen. Also die Frage, die da hinten von der Kollegin kam dazu, ja, was tun wir denn, wenn das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist? Ja, das ist die Grundfrage, aber ehrlich gesagt, darauf gibt R2P eben auch keine Antwort. So, das ist meine Meinung zu dem Konzept, jetzt wieder Theorie und Praxis und so weiter, aber also meiner Meinung nach gibt es keine Antworten darauf, weil es eben dafür wiederum viel zu unspezifisch ist. Ja, aber darauf komme ich ja nun. Also meiner Meinung nach ist die Krux an R2P, und da waren wir uns ein bisschen einig, das Besondere an R2P ist eben diese militärische Komponente, auch wenn es dann wieder um die Eskalationsstufen und als Last Resort oder Ultima Ratio oder sowas geht. Meiner Meinung nach hat die internationale Staatengemeinschaft in dem Moment versagt und ist auch ihrer Verantwortung nicht nachgekommen, in der Situation, warum auch immer, gezwungen sieht, militärische Mittel einzusetzen, um einen Konflikt zu beheben. Jetzt wird's, ja, ich sehe schon. Nein, keine Allmachtsfeinde, um Gottes Willen, darum geht's nicht. Aber man muss einfach anerkennen, wenn ein Konflikt sich mal so weit entwickelt hat oder wenn die internationale Staatengemeinschaft ihrer Verantwortung so lange nicht nachkommt, bis sie eigentlich nur noch die Lösung sieht, militärisch einzugreifen, dann hat sie was falsch gemacht. Und das ist eine ganz andere Denkweise und Interpretation von diesem Ansatz, als den R2P, und zumindest in den Texten, die ich lese, zu verbreiten scheint, dass nämlich auch eine erfolgreiche militärische Intervention dann als Erfolg verkauft werden kann. Und indem R2P eben dieses Instrument bereitstellt und eventuell sogar legitimiert, arbeitet es mit in diese Richtung. Und deswegen bin ich so sehr gegen dieses Konzept. Ich weiß auch nicht, ich habe keine konkreten Vorschläge für jede Situation, die sich auf der Welt in irgendwelchen großartigen Konfliktsituationen einstellt. Aber dass Militär als Mittel schon mal vorgesehen ist, halte ich für hochgradig problematisch. Ich würde das grundsätzlich erstmal ausschließen, weil dadurch auch die Debatte und die Lösungsansätze, die dann entwickelt werden, in eine ganz andere Richtung gehen, schon mal von vornherein. Wenn ich das Instrument auf den Tisch lege, dann muss ich davon ausgehen, dass es benutzt wird, dann machen sich Leute Gedanken darüber, wann und wie und am besten und optimal. Wenn ich das Instrument aber erstmal vom Tisch nehme und überhaupt nicht mehr Gedanken darüber mache, wie es denn wäre, wenn ich dann irgendwann mal dann doch die Chats oder dann die Bodentruppen schicke, dann geht die Debatte in eine ganz andere Richtung und dann bin ich eben auch gezwungen, ganz andere Lösungsansätze zu entwickeln. Und dass es Lösungsansätze gibt, da sitzt hier der Praktiker neben mir, dazu muss ich mir gar nichts ausdenken. So, aber. Ja, ich würde auch am Anfang mit dem Last Resort, Ultima Ratio, kann ich nicht mehr hören. In jeder Debatte um jeden Auslandseinsatz im Bundestag ist es natürlich immer nur Ultima Ratio. Und natürlich sagt mir jeder und jede im Bundestag, egal welcher Fraktion und jeder Bundeswehrgeneral, dieser Konflikt, egal welcher das ist, von Afghanistan bis Mali bis Sudan, egal, sagt immer, militärisch lässt sich das natürlich gar nicht lösen. Oder in der Variante, militärisch allein lässt sich das natürlich gar nicht lösen, sondern ein politisches Konzept und lässt sich so die Piratenfrage vor Somalia lässt sich nur an Land lösen. Was ich alles gehört habe, 5 Jahre lang bei jeder Mandatsverlängerung, mindestens 50 Mal im Bundestag, immer diese Kombination aus Ultima Ratio, militärisch lässt sich das nicht lösen, man braucht ein politisches Konzept. Ganz praktisch passiert aber nur diese Ultima Ratio.
Ich habe noch nie ein politisches Konzept gesehen, wie man denn in Somalia ein Land was vernünftig macht. Ich habe noch nichts über ein politisches Konzept gehört, wie man das in Mali löst, sondern da wird immer geredet und geredet und geredet über Ultima Ratio, aber das Einzige, was sie tun, ist genau dieser eine Schritt, diese sogenannte Ultima Ratio. Das ist tatsächlich die einzige Ratio, die sie haben. Das ist tatsächlich real so. Sie können sich alle Mandatsdebatten der letzten 5 Jahre angucken. Ich kenne die von vor 2009 nicht, aber ab 2009 garantiere ich Ihnen, dass genau das passiert. Da wird in Mali heftig weggeguckt. Jahrelang wird heftig weggeguckt, wird nichts gemacht. Bis denn irgendwann mal das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann wird die Ultima Ratio rausgeholt. Das können Sie für jeden einzelnen Konflikt nachvollziehen. Und das ist meine Kritik daran. Das ist wieder dieser Widerspruch zwischen idealtypisch. Das hört sich in den Debatten im Fernsehen immer total nett an. Man kann ja das machen und das machen. Das. Und nur als allerletzte Lösung, und dann mag ja niemand widersprechen, wenn das die allerletzte Lösung ist, ja, das kann man ja nicht ausschließen. Das ist aber ganz praktisch immer die allererste und einzige Lösung ist. Das wird da draußen relativ wenig wahrgenommen. Das ist aber leider die Realität. Und dann ist jetzt die große Frage, ja, was denn tun, wenn jetzt das Morden beginnt? Ja, das habe ich vorhin gesagt, Simbabwe, was jetzt tun? Da hat das Morden begonnen. Oder was jetzt tun in Mali? Da stand der Sturm irgendwie auf Bamako an. Was jetzt tun? Was jetzt tun, 98 Afghanistan, als die Taliban irgendwie auf Kabul losgegangen sind? Da hat niemand interveniert und dann gab es das fürchterliche Taliban-Regime, was wir alle fürchterlich fanden. Was denn tun in Saudi-Arabien, wo die Menschenrechte seit Jahrzehnten mit Füßen getreten werden? Und da sage ich nur, wir können da sehr vieles versuchen. Von außen kann man relativ wenig tun, also wirklich keine Allmachtsfantasien. Aber alles, was wir tun können, muss sein, sich da einmischen. Aber sobald sie anfangen zu versuchen, in einen Bürgerkrieg von außen mit Militär reinzugehen, dann schmeißen sie nicht nur ein Kind, sondern gleich 10 Kinder hinterher in den Brunnen. Das ist eben keine Lösung für das Problem. Wir müssen manchmal einfach zugucken, wie in Afghanistan, dass die Taliban dann die Macht übernehmen. Und ohne den Angriff der Amerikaner 2001 hätte es sein können, dass die Taliban dann noch 10, 20 oder sogar 30 Jahre ihre Herrschaft haben. Das wäre ja vergleichbar gewesen wie heute in Saudi-Arabien, was die Frauenrechte und die Menschenrechte angeht und so weiter. Das finden wir alle ganz fürchterlich, aber keiner von uns kommt auf die Idee, die Bundeswehr nach Saudi-Arabien zu schicken. Aus guten Gründen. So, und das hört sich dann wieder an, sind Ihnen denn die Menschen in Afghanistan egal? Nein, auch die Frauen in Saudi-Arabien sind mir nicht egal. Aber ich kann deren Lebenssituation nun mal mit der Bundeswehr nicht verbessern. Das gleiche gilt für Mali, das gleiche gilt für Benghazi, das gilt für alle diese Situationen, weil ich genau weiß, wenn ich das Militär schicke, dann verschlechte ich die Situation für viel mehr Menschen um viel mehr. Und deswegen, selbst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, funktioniert das nicht. Deswegen ist eigentlich nach wie vor mein Appell, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, lass uns mal gucken, was gibt unsere Toolbox denn so her? Welche Möglichkeiten haben wir? Dann schließen wir als erstes die Möglichkeiten aus, die die Situation schlechter machen und versuchen uns dann nochmal mit den Tools, die übrig bleiben. Das kann manchmal gar nichts sein. Das ist grauenvoll, das tut mir auch weh, denn so zu sehen, wie möglicherweise in Saudi-Arabien morgen wieder ein Blogger ausgepeitscht wird. Aber ich kann ihm leider im Moment nicht helfen. Ich kann alles Mögliche tun, ich kann fortschrittliche Kräfte dort unterstützen, aber wir wissen selbst, dass wir die Regierungsform in Saudi-Arabien nicht so einfach von Deutschland aus ändern können. Also das ist diesem Last Resort und diesem idealtypischen Ultima Ratio. Ich will noch mal was zu dieser moralischen Norm sagen. Ich finde eine internationale moralische Norm total okay. Landminenverbot ist für mich immer das beste Beispiel. Es gab den Versuch, ein weltweites Landminenverbot hinzubekommen, das ist gescheitert, im Grunde genommen an den P5. Und dann haben sich einzelne Länder aufgemacht, haben eine Landminenkonvention auf den Weg gebracht. Die haben noch längst nicht alle Länder unterzeichnet, vor allen Dingen die Großen nicht, China nicht, Russland nicht, USA nicht, die haben das nach wie vor nicht ratifiziert. Aber die moralische Norm gegen Landminen ist dadurch so hochgesetzt worden, dass jetzt sogar die Amerikaner aufhören, Antipersonenminen zu produzieren. Das muss man sich mal vorstellen. Die werden es niemals ratifizieren. Aber die moralische Norm ist so stark, dass sie wirkt. Und deswegen finde ich das Prinzip moralische Norm im internationalen Kontext ein total richtiges Prinzip. Also wirklich, deswegen, man muss das anders, das ATP muss man, wenn, dann anders kritisieren. Genau, so, und jetzt, das ist eben das Problem. Natürlich sind diese Debatten immer moralisch aufgeladen. Und ich finde, wir als Linke oder ich als jemand, der gegen solche Interventionen bin, darf nicht den Fehler machen, denn zu sagen, wir müssen das jetzt alles mal rational betrachten, sondern na, das ist natürlich ist das hochemotional aufgeladen. Das geht tatsächlich in Benghazi um 10.000 Menschenleben.
Und ich finde es auch völlig richtig, da moralische Normen zu setzen. Aber meine moralische Norm ist doch keine Intervention, weil das bringt noch mehr Menschen um. Menschenrechte lassen sich nicht herbeibomben. Das ist auch moralisch argumentiert. Dann kann ich natürlich auch noch rational über Machtinteressen argumentieren und so weiter. Aber ich finde nicht, dass man das gegeneinander stellen soll, sozusagen eine rationale Debatte, eine völkerrechtliche Debatte und eine moralische Debatte. Also bei meinen Waffenexporten argumentiere ich nur moralisch. Ist einfach so. Also da geht es um Tote und die will ich vermeiden. Das ist eine rein moralische Debatte. Habe ich relativ wenig rationale Argumente. Die rationalen stehen ja gegen mich. Natürlich geht es um Arbeitsplätze und Geld und so weiter. Also da geht es auch darum, dass die Moral über die Ökonomie siegt. Also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber mir ist diese moralische Debatte eigentlich immer ganz wichtig, auch wenn das nicht vielleicht originär links ist. Aber mir persönlich ist das wichtig. Zur Frage der UNO, wissen die mehr als ich, habe ich keine Ahnung. Wollen Sie dazu nochmal, Herr Rudolph? Wir sind hier sozusagen unterschiedliche Grade an Interventionsskepsis. Ich bin auch skeptisch, was militärische Interventionen angeht, aber ich habe mit Ruanda angefangen. Da wurde vieles gemacht. Da wurde ein Friedensabkommen zwischen Rebellen, Tutsi-Rebellen und Hutu ausgehandelt, Arusha-Abkommen. Da gab es Machtteilungsarrangements, die aber von der herrschenden Elite, Hutu-Elite, als Bedrohung gesehen wurden. Und die haben dann sozusagen, um ihre Machtposition zu halten, zum Mittel des Völkermordes gegriffen. Da wurde vieles getan, da lief auch manches falsch, da war der Demokratisierungsdruck. Man kann sagen, da war die internationale Gemeinschaft, war 1993, Anfang 1994 präsent, aktiv, alles nicht militärische Mittel, ein paar Peacekeeper, nur es lief halt falsch, voraussehbar oder nicht, wahrscheinlich nicht voraussehbar, aber es gab eine Radikalisierung und es gab dann sozusagen den beginnenden Völkermord. Es hat eine Weile gedauert, bis sozusagen erkannt wurde, dass es, worauf das hinausläuft, eben Völkermord. 2-3 Wochen, dann wurde das sagen, natürlich versucht runterzuspielen, weil keiner wollte sich irgendwie verpflichten lassen. Es gibt ja auch die Völkermordkonvention, die gewisse Verpflichtungen auferlegt, nicht unbedingt Intervention militärisch, aber Verpflichtungen tätig zu werden. Und dann, was wäre das äußerste Mittel, die Ultima Ratio gewesen? Und da würde ich sagen, in diesem Falle, und ich denke von diesem Extremfalle her, das nicht nur, weil er 20 Jahre zurückliegt, in diesem Extremfalle wäre die Ultima Ratio eine militärische Intervention gewesen. Sie hätte viele, viele Menschenleben retten können. Und wenn man sozusagen das anerkennt, dann kann man nicht grundsätzlich ausschließen, dass es Fälle gibt, in denen die Ultima Ratio, das äußerste Mittel, eingesetzt werden muss. In diesem Falle wäre es tatsächlich nicht nur das Äußerste, vielleicht auch das zeitlich Letzte gewesen. Es wurde vieles andere versucht. Insofern, ja, Skepsis durchaus, aber es gibt Fälle, denke ich, in denen das äußerste Mittel, die Frage ist, wie es zum Einsatz kommt, in welchen Kriterien, mit welchen Prinzipien, wie eingebettet. Aber ich könnte sozusagen nicht grundsätzlich argumentieren, ja, in diesem Falle hätte man nichts tun sollen, zuschauen. Ja, wir schauen zu, kann man sagen, in vielen anderen Dingen, aber manchmal denke ich, wo was machbar wäre, und damals wäre sicherlich was machbar gewesen, die westlichen, Frankreich, USA, hat die eigenen Staatsbürger ausgeflogen, hätte auch Truppen einfliegen können. Es wäre gar nicht so schwer gewesen, es wäre nicht ganz einfach gewesen, aber mit dem begrenzten Aufwand hätte sozusagen das Morden unterbunden werden können, kontrafaktisch. Also mein Petitum ist, ja, ich kann es nicht ganz ausschließen, auch wenn man sozusagen in der Regel sagen kann, es ist wahrscheinlich problematisch, militärisch zu intervenieren, aber als äußerstes Mittel, das ist nicht unbedingt zeitlich verstanden, aber als äußerstes Mittel kann ich es nicht ganz ausschließen. So, dann kommt jetzt die bekannte Abschlussfrage. Wir, ganz kurz. Wir sind uns alle darüber, ne? Wir sind uns über die moralische Dimension der ganzen Debatte einig. Wir sind von interventionskritisch bis total interventionsablehnend. Jetzt haben wir ja doch in der aktuellen politischen Diskussion, ne, wenn wir auf die Münchner Sicherheitskonferenz gucken, da auch ein bisschen andere Töne gehört aus unserem Regierungsumfeld, und gleichzeitig versucht der Außenminister, sagt er auch, macht einen großen Review-Prozess und sagt, ja, was wird mir eigentlich für die Außenpolitik empfohlen? Ich würde mich jetzt freuen über jeweils eine Handlungsempfehlung, nur einen Satz, für die
die deutsche Außenpolitik jetzt angesichts der Krisen und Konflikte, mit denen sie konfrontiert ist? Eine grobe. Wer traut sich? Das geht nicht? Nee, das geht nicht. Also du würdest mich ja schon überfordern, wenn du sagst, eine Empfehlung für Syrien oder eine Empfehlung für Ukraine. Aber eine Empfehlung für alle, da kann ich dann irgendwie nur ganz banal werden und sagen, das Geld, was ihr gerade für den Umbau der Bundeswehr zu einer internationalen Interventionsarmee ausgibt, das gibt man lieber aus irgendwie um Zehntausende, und die zahlen man nicht ernst, Zehntausende Experten im zivilen Friedensdienst auszubilden, die dann in den nächsten Jahrzehnten dafür sorgen, dass die Babys nicht in den Brunnen fallen. Gute Empfehlung, würde ich sagen. Ja, ich kann auch nur auf dem Niveau bleiben. Also sogar, ich krieg's noch eine Stufe drüber hin, noch allgemeiner. Also es gibt ja gerade so ein bisschen die Debatte in den Medien und auch in der Politik, wie viel Verantwortung sollte in Deutschland so in der Welt wahrnehmen. Und ich bin sehr dafür, da waren wir uns auch alle einig, dass Deutschland viel mehr Verantwortung bitte in der Welt wahrnehmen sollte. Und vielleicht sollte Deutschland auch mal anfangen, die Verpflichtungen wahrzunehmen, die älter sind als jetzt diese Schutzverantwortung oder auch ganz vieles andere, die überhaupt erstmal auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Militär zu tun haben. Also Deutschland fährt gerade eine Außenwirtschafts- und auch eine Entwicklungspolitik, die zum Himmel schreit. Und da wäre viel Spielraum und viel Luft nach oben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch die Welt jetzt nicht unbedingt konfliktgeladener machen würde, wenn sie sich da mal ein bisschen mehr und in eine andere Richtung bewegen würden. Ich kann da schwer darauf antworten. Ich gehöre nicht zu denen, die nach mehr Verantwortung rufen, weil ich glaube, wir wissen gar nicht so recht, was unser Handeln bewirkt. Wenn man wüsste, was funktioniert, dann würde ich sagen, ja, tun wir es. Aber manchmal sollte man einfach sagen, don't do any harm, vielleicht erstmal keinen Schaden zufügen und gucken, wo man sozusagen nach diesem Prinzip handelt, sozusagen nach mehr Übernahme. Zu viel Aktivität ist vielleicht manchmal auch gar nicht so gut, wenn man nicht unbedingt weiß, was man da eigentlich tut. Und man kann natürlich sagen, wir sollen mehr Geld in Friedensaufbau, aber viele Milliarden sind versenkt worden in Sachen. Also nochmal wirklich zu gucken, wo kann man mit wenigen Mitteln viel erreichen, das kann durchaus sein. Ich würde sagen, ganz banale Dinge wie Bekämpfung von Krankheiten, Bekämpfung von Kindersterblichkeit, da einfach vielleicht auch internationale Initiativen zu unterstützen. Also das gibt einfach mal zu gucken, wo kann man mit geringem Aufwand viel erreichen und wenig Schaden zufügen. Das wäre sozusagen schon für mich erstmal was ganz Bescheidenes. Ansonsten, Review hin oder her, so schlecht ist deutsche Außenpolitik insgesamt ja nicht. Und das sagen zumindest manche Kollegen auch aus der Friedensforschung. Also das war jetzt einfach manchmal Verantwortung, aber mal gucken, wo kann man sie wirklich wirkungsvoll übernehmen, nicht nur davon reden. Also. Oh, jetzt habe ich jetzt zu viele. Also dann danke ich ganz herzlich meinen drei Diskutanten hier. Ich fand das eine sehr spannende und zwischendurch ja auch sehr engagierte Debatte, die großen Spaß gemacht hat. Ich danke natürlich außerdem noch Lou Pinjon, die das mit dir zusammen die Studie geschrieben hat, unserem New Yorker Büro, die das alles betreut haben, aus unserem Referat hier in Berlin natürlich Gabi, Kiko, Till Bender für die hervorragende Organisation dieses Abends, Heidrun Landgraf und Maria Oschana aus dem Bundestag, aus dem Büro von Jan van Aken, die gerade rausgerannt ist. Ich hoffe, dass wir in ähnlicher und anderer Konstellation zu ähnlichen und anderen Fragen hier wieder zusammenkommen.